Alles in Ordnung sein, oder? Ja, wunderbar. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sehe schon, Sie unterhalten sich schon gut untereinander. Das ist auch absolut richtig und notwendig so. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Wir haben ja eine besondere Herausforderung hier im Freistaat Sachsen derzeit zu stemmen. Und für uns, die wir hier politisch Verantwortung tragen, ist es immer wieder wichtig, sich abzustimmen mit den Experten, mit den Wissenschaftlern, aber auch im Gespräch zu sein mit der Gesellschaft, mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. Das ist in Corona-Zeiten nicht so einfach und auch der Entscheidungsdruck ist sehr groß. Und trotzdem, es gibt Möglichkeiten. Das Internet hilft uns dabei. Diese Veranstaltung wird übertragen in YouTube und Facebook, sodass auch Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen können, nachvollziehen können, wie wir hier diskutieren. Ich darf Sie alle herzlich grüßen im Namen der Kollegen der sächsischen Staatsregierung, ganz besonders natürlich von Frau Köpping. Wir haben Kollegen aus dem Sächsischen Landtag, eine ganze Reihe auch von Fraktionsvorsitzenden und parlamentarischen Geschäftsführern, die heute sich zugeschaltet haben. Wir haben Vertreter des Landkreistages und des Städte- und Gemeindetages, die beiden Präsidenten. Wir haben aus der Wirtschaft, aus den Kirchen, aus vielen anderen auch gesellschaftlichen Gruppen, den Gewerkschaften, Menschen, die mit uns heute die Situation analysieren wollen. Und wir haben uns Expertinnen und Experten eingeladen, die in dieser schwierigen Zeit zur Verfügung stehen und mit ihrer wissenschaftlichen Expertise oder mit ihrem ganz praktischen Know-how Ratschläge geben können. Wo stehen wir heute? Wir haben vor 2 Wochen miteinander in der Staatsregierung entschieden, 2G einzuführen in vielen Bereichen, deutlich vorgezogen, als es diese Belastungs- und Vorwarnstufe damals notwendig gemacht hat, weil wir gesehen haben, dass die Situation sich zunehmend dramatisch entwickelt. Ich erinnere mich noch, wie viele Fragezeichen es gegeben hat und auch Menschen gesagt haben, ist das wirklich notwendig? Ich erinnere mich auch an die öffentliche Debatte darum. Heute wissen wir, es war auf jeden Fall richtig und es ist jetzt auch notwendig, die Corona-Schutzverordnung noch einmal zu erweitern. Dabei wollen wir ausschöpfen, was es bundesrechtlich für Möglichkeiten gibt. Die ganze Sache befindet sich gerade im Fluss. Gestern Abend hat der Hauptausschuss des Deutschen Bundestages getagt. Morgen findet eine Debatte statt, zweite, dritte Lesung. Danach eine Ministerpräsidentenkonferenz. Der Bundesrat wird am Freitag darüber beraten, ob er zustimmen kann und ob es nochmal Veränderungen gibt. Insofern haben wir zwar kein weißes Blatt, auf dem wir all die Maßnahmen draufschreiben können, die aus unserer Sicht notwendig sind, um diese Pandemie zu bekämpfen, aber wir haben immer noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten und wir glauben, dass wir auch noch mehr Möglichkeiten bekommen, als es vielleicht jetzt gerade in den Anträgen im Deutschen Bundestag zu sehen ist. Insgesamt hat die öffentliche Debatte der vergangenen 4 Wochen, glaube ich, sehr das Bewusstsein geschärft von dem Ende der pandemischen Lage, von dem Freedom Day, der jetzt unmittelbar bevorsteht, ist keine Rede mehr. Im Gegenteil, wir sehen eine zunehmend dramatische Situation. Und ich habe mir einige Folien mal zurechtgelegt, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Das eine ist der Vergleich der 7-Tage-Inzidenz Sachsen bzw. Deutschland vom 16. November und jetzt 2020 und jetzt vom 16. November 2021. Man sieht ganz deutlich, dass wir hier eine wirklich ganz andere dramatische Entwicklung haben. Und meine Damen und Herren, nicht nur hier in Sachsen, hier ganz besonders, sondern in Gesamtdeutschland ist die Entwicklung so. Sie sehen es, das, was dort noch hell war oder orange, ist jetzt auch dunkel eingefärbt. Meine These ist ja, dass wir es in keiner Region Deutschlands schaffen werden, mit der jetzigen Dynamik bis Weihnachten zu kommen, ohne eine Überlastung der Krankenhäuser zu entwickeln. Wir sehen auch auf der nächsten Folie die 7-Tage-Inzidenz hier nur bei uns im Freistaat Sachsen. Und Sie sehen, mit der gelben Kurve dramatisch steigt das Ganze nach oben an. Heute auch wieder 7.600 Fälle im Vergleich zu gestern. Das sind Zahlen, die wir so bisher nie kannten.
Und ich glaube, es wird auch jeder nachvollziehen können, dass diese große Zahl an Fällen, waren es früher mal einige hundert oder eine geringe Zahl in den Tausendern, 7.600 Fälle und damit auch wieder über 2.000 mehr als vor einer Woche. Wir haben also erstens eine große Dynamik, es nimmt immer weiter zu. Und es ist zweitens klar, dass diese großen Zahlen dramatische Auswirkungen haben auf das auf die Krankenhäuser. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Und das ist eigentlich das, was jetzt hinzutritt, was, glaube ich, in vielen Ländern der alten Bundesrepublik, also in westdeutschen Ländern, wo die Inzidenz noch niedrig ist, Bayern ist ja mit uns in Baden-Württemberg auch sehr hoch, also dort, wo die Inzidenz niedrig ist, noch nicht gesehen wird. Eine wirklich große Verbreitung dieses Virus in der Gesellschaft sorgt dafür, dass ganz viele Bereiche auf einmal in Mitleidenschaft gezogen werden. Nicht nur die Betreuung in den Schulen und Kindergärten, sondern auch in den Betrieben wird zunehmend schwieriger werden. Und die Kontaktnachverfolgung ist bei dieser großen Zahl nicht mehr möglich. Insofern bricht sich diese Welle, bricht sich diese Lawine Bahn und hat keine natürlichen Stoppmechanismen mehr. Und wir haben dann am Ende bei der Laborkapazität, Krankenhäuser, habe ich schon gesagt, so eine Erschöpfungssituation. Es ist also klar, man kann es nicht laufen lassen. Das haben wir vor 14 Tagen so gesehen und gehandelt. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch noch einmal darüber sprechen müssen miteinander, was notwendig ist. Sie sehen auf der nächsten Folie Vergleich 2020-21 die Normalbettenbelegung und danach die Belegung auf den Intensivbetten. Wir sehen also, wir liegen deutlich über dem, was im vergangenen Jahr der Fall ist. Und die letzte Folie zeigt im Grunde genommen auch schon ein Stück weit, was jetzt notwendig ist. Das ist die 7-Tage-Inzidenz verglichen mit der Anzahl der geimpften und der ungeimpften Personen. Die rote Linie sind die Ungeimpften, die braune Linie ganz unten sind die Geimpften. In der Mitte ist der Mittelschnitt, diese 750, die wir heute ungefähr haben. Also es ist klar, und auch das kann uns nicht verwundern, die ungeimpften Personen sind in einer besonderen Weise gefährdet. Sie stecken sich häufiger an, sie müssen häufiger ins Krankenhaus. Aber wir sitzen eben gemeinsam auch in einem Boot. Also auch die geimpften Personen stecken sich an, können übertragen. Insofern müssen die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, sehr zielgenau ansetzen bei dem medizinischen Notwendigen, bei dem, was pandemisch notwendig ist. Und mein Rat ist auch für den heutigen Abend eine Stunde der Wahrheit zu haben, ganz deutlich die Dinge ausgesprochen zu bekommen, wie sie sind. Wir können uns dann darüber unterhalten, wie die Sachen abgefedert werden mit Wirtschaftshilfen, wo man möglicherweise auch nochmal einen Kompromiss machen muss, weil es eben vielleicht auch andere Schutzgüter gibt, Kinder und Familien und die seelische Gesundheit. Das ist alles notwendig, aber zunächst einmal muss man ungeschönt der Situation ins Auge schauen. Ansonsten kommen wir nicht zu einem vernünftigen Ergebnis. Ich würde vorschlagen, dass unsere Sozialministerin Petra Köpping uns noch mal einige Sätze zum Einstieg sagt. Und dann freue ich mich sehr, als ersten Gast und Experten Herrn Professor Wieler vom Robert-Koch-Institut begrüßen zu können. Aber zunächst erst einmal Petra Köpping. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Und Herr Ministerpräsident hat die aktuelle Lage, die wir in Sachsen ja haben, beschrieben. Und das ist der Punkt, wo wir uns als Gesundheitsministerium, ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich Gesundheitsministerium sagen, dass wir uns wirklich Riesensorgen machen und gemerkt haben, dass die Maßnahmen, die wir auch in den letzten 14 Tagen schon ergriffen haben, aus unserer Sicht nicht ausreichend sind. Natürlich werden sie flankiert durch das Impfen, durch bestimmte Zusatzmaßnahmen, die wir eingeleitet haben. Vielleicht darf ich hier drei Worte zum Impfen selber sagen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das dann auch nochmal in der Diskussion eine Rolle spielt. Wir merken ja, dass unsere Impfstellen, die wir in Sachsen haben, im Moment sehr ausgelastet bzw. überlastet sind und dass wir in Sachsen zurzeit eben nach wie vor 57,5% nur vollständig Geimpfte haben. Das ist der geringste Wert in ganz Deutschland. Das ist auch eine der Ursachen, dass wir eben so stehen, wie wir eben gerade dastehen. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben zurzeit 30 mobile Impfteams in Sachsen, die unterwegs sind. Die
Diese 30 mobilen Impfteams können am Tag 3000 Impfungen vornehmen. Die haben wir per Kabinettsbeschluss vergangene Woche verdoppelt. Das heißt, die Kapazität der Impfteams ist verdoppelt. Gleichzeitig haben wir auch eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben mit unserer Sächsischen Ärztekammer, mit der Kassenärztlichen Vereinigung aus Sachsen, wo wir ebenfalls nochmal mit über 1800 Ärzten, die mittlerweile impfen, das Impfen natürlich im Regelsystem genauso durchführen. Da sagen uns die Partner, dass auch dieses System bis auf 100.000 Impfungen pro Woche aufgebaut werden kann. Der dritte Partner, und das wäre gleich meine erste Bitte in die Runde, das sind die Partner, die eben in den Betrieben sind. Jeder Betrieb hat einen Betriebsarzt. Die Betriebsärzte, und das ist anders als im Sommer, das ist anders als im Frühjahr, können alle mitimpfen. Und wir brauchen jetzt jeden, der mitimpfen kann, damit wir gerade die Impfbereitschaft, die wir im Moment haben, abdecken können. Und deswegen meine erste Bitte in die Runde, dass alle Unternehmen, alle Firmen, alle Betriebe, die Betriebsärzte haben, mit denen sprechen und das Impfen organisieren. Was wir organisieren, dazu haben wir auch mit der Krankenhausgesellschaft gesprochen, dass alle Krankenhäuser, die jetzt in der Lage sind, weil eben die Krankenhäuser sehr überlagert sind, das wissen Sie, durch die Belegung von Corona-Patienten, aber dort, wo die Möglichkeiten bestehen, durch ihre Kommunen, also die kommunalen Träger, aber auch durch die privaten Träger gebeten werden, mitzuimpfen. Wenn wir dieses System aufgebaut haben, sind wir auch sicher, dass wir die Impfbereitschaft, die wir im Moment haben, auch abdecken können, um sie vielleicht sogar noch zu erhöhen. Das ist einer der Maßnahmen, die wir jetzt alle beitragen können, auch wenn sie uns für den Augenblick, für die jetzige Situation nichts hilft. Aber wir haben einen langen Winter vor uns, wir haben eine lange Zeit vor uns und alle, mit denen wir sprechen, alle unsere Experten, auch heute wird das sicher eine Rolle spielen, sagen uns, dass das Impfen einer der Auswege aus der Pandemie ist. Ein Wort würde ich vielleicht noch mal vorweg sagen, weil ich das immer wieder höre, das ist das sogenannte 1G-System. Auch dazu wäre es schön, wenn dann unsere Experten noch mal antworten würden, aber wir halten das 1G-System nicht für verantwortbar. Der eine Punkt, warum wir das sagen, ist natürlich der, dass 1G heißt, dass man an jeder Stelle, an jedem Ort und überall kontrollieren muss. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht, aber Sie wissen, dass Kontrollen eines der Schwerpunkte ist. Ja, aber eben auch die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger. Kontrollen sind nun mal nicht alles. Das ist einfach von der technischen und von der praktischen Maßgabe her nicht machbar. Und das Zweite ist bei 1G, dass wir die Pandemie einfach nur vor uns herschieben. Das heißt, wir lösen das Problem der Pandemie nicht, weil wir durch 1G ja nur testen und nicht eine veränderte Situation herbeiführen. Das heißt, wir würden dann im nächsten Winter, wenn ich das mal so drastisch sagen darf, vor der gleichen Situation stehen, vor der wir heute stehen. Und das will von uns niemand. Deswegen haben wir im Kabinett letzte Woche nochmal besprochen, was können wir tun. Wir haben am Dienstag erste Eckpunkte vorgestellt. Ich sage ausdrücklich erste Eckpunkte, weil wir auch im Kabinett eingeschätzt haben, dass diese ersten Maßgaben, die wir aufgelegt haben, nicht ausreichend sind. Deswegen würden wir mit Ihnen gerne diskutieren, was können wir noch tun, was können wir gemeinsam beschließen, was wollen wir gemeinsam tragen, weil es, glaube ich, heute darum geht, dass wir einen gemeinsamen Weg finden und nicht untereinander austauschen, was wir alles nicht können. Das hilft uns an dieser Stelle nicht weiter und ich freue mich jetzt auf den Gedankenaustausch. Vielen Dank und würde gerne damit enden. Frau Köpping, vielen Dank. Sie haben genau den Punkt gesagt, wir brauchen hier einen breiteren Schulterschluss über die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen hinaus. Wir sind da sehr dankbar für die Unterstützung. Wir haben in verschiedensten Runden zum Impfgipfel zusammengesessen. Wir haben zum Impfen aufgerufen. Wir haben zum Testen aufgerufen. Wir haben im Vogtland die Maßnahmen gemeinsam getragen. Es ist ein gutes Gefühl, so viele Menschen zu haben, die mitmachen, die auch Verantwortung übernehmen. Aber es geht auch nicht anders. Denn wir haben hier einen gesellschaftlichen Prozess vor uns. Und von daher muss auch dieses Verständnis, wer sich einmal entschieden hat, dass er sich nicht impfen lassen will, muss am Ende auch die Verantwortung für diese Entscheidung treffen. Und das bedeutet jetzt Einschränkungen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wir werden es sicherlich im Laufe des Abends noch hören, dass auch durch die Tatsache, dass ein Geimpfter nicht komplett ohne Schutz ist und bei dieser großen Verbreitung, die wir derzeit haben, dass auch da ein Stück weit an Solidarität notwendig ist. Wir müssen als Gesellschaft zusammenbleiben. Wir werden alle in diesem Land auch in Zukunft leben. Wir werden auch nach dieser Pandemie zusammenleben. Und deswegen geht es uns gemeinsam darum, jetzt auch eine Art und Weise der Kommunikation zu pflegen, die nicht verletzend ist, sondern die Sachen so ausspricht, wie sie sind und ganz nah an dem zu bleiben, was medizinisch notwendig ist. Lieber Herr Professor Wieler, Sie haben auch diese Woche
Ihre Meinung sehr deutlich geäußert, was Großveranstaltungen angeht, aber Sie haben insgesamt auch den Blick über die Entwicklung von Corona und dem Virus. Wenn wir Sie bitten dürften, uns ein Stück weit mitzunehmen und uns Ihre Meinung zu übermitteln. Ja, sehr geehrter Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Köpping, meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für die Gelegenheit, das zu tun. Und wenn Sie sagen, Herr Ministerpräsident, das ist eine Stunde der Wahrheit, dann freue ich mich darüber sehr. Ich habe mich über alle Dinge, die Sie beide jetzt gesagt haben, ausdrücklich gefreut. Das möchte ich sehr deutlich sagen, denn das gibt mir die Hoffnung, dass Sie alle den Ernst der Lage wirklich erkannt haben. Ich gebe eine Präsentation frei. Funktioniert das? Können Sie die sehen? Okay, ich werde einen Vortrag halten, ich denke eine Viertelstunde etwa, vier Schwerpunkte, um Ihnen nochmal den Ernst der Lage darzustellen, aber auch, warum diese Lage so vorhersehbar war. Deshalb habe ich mich auch gefreut, Herr Ministerpräsident, dass Sie sagen, die Länder im Norden, die werden natürlich auch, auf die wird das auch zukommen. Ich kann nur hoffen, dass die dann noch rechtzeitig etwas dagegen tun. Lage national, das sind diese üblichen Zahlen, die kennen Sie wahrscheinlich alle, unser täglicher Lagebericht. Ich möchte auf den gar nicht im Einzelnen eingehen, ich möchte nur auf die linke Zahl oben schauen. 52.826 Meldungen. Sie sagten es, die Gesundheitsämter sind natürlich jetzt eigentlich überall völlig überfordert. Die Untererfassung der wahren Zahlen verstärkt sich. Also hinter diesen 52.000 verbergen sich mindestens noch mal doppelt oder dreimal so viele. Das müssen wir auch im Kopf haben. Aber was mir hier wichtig ist, wir haben in den letzten Wochen eine Case Fatality Rate, also eine Rate von Meldungen zu Verstorbenen von etwa 0,8%. Das heißt also, von diesen 52.000 dort werden, und da ist nichts mehr dran zu ändern, 400 etwa sterben. Ja, in der BPK habe ich das ein bisschen zurückhaltender gesagt, mindestens 200, aber wenn wir 0,8% haben, dann sind das ziemlich genau 400 Menschen. Und was mir wichtig ist, das müssen alle, die jetzt zuhören, ganz klar begreifen, daran gibt es nichts mehr zu ändern. Wir können das nicht mehr ändern. Diese Menschen sind ja infiziert. Davon gehen dann eben 3.000 auf Krankenhaus, davon gehen ein paar hundert auf Intensiven, davon sterben eben so und so viele. Das können wir nicht mehr ändern. Niemand von uns, der hier sitzt, kann diesen Typen noch helfen. Das ist ein Eimer Wasser, der ist ausgeschüttet, den kriegen Sie nicht mehr rein. Also alles, was Sie jetzt tun, und ich hoffe, dass eben viel getan wird, das hilft, dass zukünftig weniger da sind. Aber die alle, da sterben 400 von in den nächsten Wochen. Da kann keiner mehr was ändern, mit bester medizinischer Versorgung nicht. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Also bitte haben Sie das immer im Kopf. Da können wir nichts mehr dran ändern. Wir können nur noch nach vorne gucken, dass wir hoffen, dass alles besser wird. Aber die sind alle nicht mehr beherrschbar. Mit bester medizinischer Versorgung werden dort mehrere hundert von sterben. Da kann kein Mensch der Welt mehr was dran ändern. Das ist wichtig. Das sind die Zahlen. Sachsen, Thüringen besonders hoch. Das ist in unseren Berichten drin. Das gucken Sie sich wahrscheinlich für Ihres Land ja auch jeden Tag an. Das ist steigend, das ist exponentiell, das ist schlimm. Alles über R von 1 ist schlimm, weil es exponentiell ist. Das ist nochmal eine Ergänzung zur Karte, die Herr Ministerpräsident zeigt. Das sind die Altersgruppen. Und Sie sehen eben, dass die Altersgruppen etwas unterschiedlich verteilt sind, aber de facto sind natürlich in all den Ländern, wo die Inzidenzen hoch sind, auch die jeweiligen Altersgruppen hoch. Das muss auch verstanden werden. Und wenn Sie jetzt mal auf die Altersgruppen der Kinder gucken, die Inzidenzen von den Kindern, dann sehen Sie, dass da auch sehr, sehr hohe Inzidenzen sind, oben links 0 bis 9 Jahre. Sehr, sehr hohe Inzidenzen, aber unten rechts plus 80, das sind ja die von diesen plus 80, wenn die nicht geimpft sind, dann sterben davon 18%. Da sind aber Gott sei Dank viele geimpft, aber eben manche auch immer noch nicht. Das sind sehr hohe Zahlen. Ich möchte das auch nochmal Ihnen klar machen.
wenn von über 60-Jährigen 3 Millionen nicht geimpft sind momentan, 3 Millionen Deutsche über 60, wenn alleine die alle infiziert würden, dann wären alleine von denen unsere Intensivbetten schon alle belegt, wenn sie dann alle auf Intensiv überhaupt noch kommen. Das ist eine Grafik, die ich sehr schätze. Sie vermittelt sehr schön die Dynamik über die letzten Wochen und Monate, die Inzidenz nach 5 Jahresscheiben. Und Sie sehen einfach mit der Kalenderwoche 45, das ist alles rot und wird immer dunkelrot. Und wenn Sie nach links schauen, dasselbe im letzten Jahr war das alles nicht so schlimm. Im letzten Jahr war alles nicht so schlimm, obwohl da kein Mensch geimpft war. Es sind eben immer noch zu viele nicht geimpft. 15 Millionen Erwachsene nicht geimpft. Das ist zu viel. Also Impflücken schließen ist genau das, was uns auf Dauer hilft. Und ich bin auch bei Frau Köpping. Wenn wir wieder das zulassen, dass sich so wenig impfen lassen, dann werden wir im nächsten Winter ja ein ähnliches Problem haben. Denn mit einem Test kriegt man kein Virus aus dem Land. Mit dem Test kriegen wir das Virus nicht weggetestet. Das ist eine falsche Annahme. Die Todeszahlen nach Sterbewoche nehmen auch zu erwarteterweise. Da sind immer Verzüge drin. Ich sagte gerade, dass alleine von den 50.000, die wir gestern gemeldet bekommen haben, statistisch 400 sterben. Das ist also 400 pro Tag, ist das dann natürlich, an welchem Tag auch immer die versterben. Von den 50.000 versterben also mindestens 400, wenn es bei einer Sterbequote von 0,8 bleibt. Ich komme zum Intensivregister. Die Zahlen sehen Sie teilweise ja auch. Sie sehen rechts die Neuaufnahmen pro Tag. Das ist schon dramatisch. Ja. Wir besprechen das ja immer im Krisenstab und wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt. Denn Sie wissen ja auch, dass leider im Gegensatz zum letzten Jahr weniger Intensivbetten zur Verfügung stehen, weil weniger Personal zur Verfügung steht. Ich zeige das gleich noch. Sie sehen also die Verlegungen in Orange rechts unten und Sie sehen die Erstaufnahmen in Dunkelrot. Das geht wirklich rapide nach oben. Und da ja momentan zu wenig getan wird und wir ja immer Meldeverzüge haben, geht das natürlich so weiter. Weil wir ja gestern 50.000 neue Infektionsfälle haben. Das können wir nicht mehr zurückdrehen. Das ist eine Grafik, die ist auch ganz interessant. Das sind die Daten aus dem Intensivregister. Auf der linken Seite sehen Sie den Behandlungsbelegung nach Schweregrad. Und ich will hier nur auf Folgendes hinweisen. Das sind von Januar bis November diesen Jahres diese Kurven. Sie sehen die dunklen unten, dunkelgrün mit invasiver Beatmung. Und Sie sehen die etwas hellgrüneren, das sind die mit ECMO, also diese sogenannte künstliche Lunge. Und man sieht, dass die alle massiv steigen, diese Zahlen. Und etwas, das Sie auch nicht vergessen dürfen, ist, dass tatsächlich die Patienten, Covid-Patienten, länger auf den Intensivstationen liegen und dadurch die Kapazität natürlich noch enger wird. Und was bei der Diskussion immer wieder vergessen wird, wenn heute jemand einen Verkehrsunfall hat, dann braucht er auch ein Intensivbett. Und es ist in jeder Region Deutschlands bereits, in jeder, jetzt wo wir hier sprechen, ist die normale Versorgung nicht mehr so gesichert, wie wir das kennen. Es werden jetzt schon Schlaganfallpatienten teilweise über 1,5-2 Stunden gesucht, wo man sie hinfahren kann, weil die Betten nicht mehr frei sind. Herzinfarktpatienten, es werden OPs verschoben, es werden Kinder, weil wir auch viele Atemwegsinfektionen außerhalb von Covid haben. Kinder werden auch teilweise Intensivstationen über 1,5 Stunden verlegt, weil die Betten gesucht werden. Allein die Bettensuche für normale Patienten außerhalb von Covid erschwert sich. Also die Versorgung ist bereits in allen Bundesländern nicht mehr der Regel entsprechend. Und da sehen Sie rechts die Anzahl Verstorbener. Inzwischen sind wir bei 80 Verstorbenen auf der Intensivstation jeden Tag. Und die Mehrheit der Menschen stirbt ja nicht auf Intensivstation, sondern bereits außerhalb. Das hier ist noch etwas, was uns wahnsinnig beunruhigt und was uns wirklich erschreckt. Das möchte ich auch so deutlich sagen. Sie sehen, dass die Einschränkung der Betten da ist, das wissen Sie alle, gerade natürlich die Ärzte und Ärztinnen unter Ihnen. Und ich möchte jetzt einfach mal meinen tiefsten Dank aussprechen für Ihr Durchhaltevermögen. Dieses Land schuldet Ihnen verdammt viel, alle Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, natürlich auch vielen, vielen anderen. Aber ich möchte das nochmal sagen, was Sie dort leisten, ist übermenschlich. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass da so viele Menschen liegen, die nicht geimpft sind und Sie behandeln die ja mit der gleichen Sorgfalt und Zuwendung wie auch alle anderen. Das ist
hoch anerkennenswert. Personal wird immer weniger. Das heißt also, die Gründe, warum ein Bett nicht mehr freigegeben werden kann, ist in erster Linie das fehlende Personal. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Natürlich erkranken auch manchmal solche Menschen, das ist ja auch selbstverständlich, aber ich wünschte, dass all die Menschen, die sich nicht impfen lassen, das einfach verstehen würden. Wir dürfen denen, die sich nicht impfen lassen, wirklich nicht mehr die Chance geben, der Impfung zu entgehen, zum Beispiel dadurch, dass sie sich freitesten können. Das ist meine ganz klare Ansicht. Und das hier, das sind die Prognosen. Wir haben ein Prognosetool vor etwa einem Jahr entwickelt, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in Fachgesellschaften. Die sind ziemlich gut auf die nächsten 10 Tage, diese Prognosen. Wir haben ja das Kleeblattmodell. Wir haben das Gefühl, dass das noch gar nicht so genau alle Krankenhäuser kennen. Wir werden das noch mal intensiver bespielen. Da haben wir uns gerade letzte Woche wieder darüber vereinigt. Es gibt offensichtlich Krankenhäuser, die das noch nicht ganz umrissen haben. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Infos rausgeben. Sie sehen, die Prognosen sind super düster. Die sind richtig düster. Wir halten die im Laufe von 10 Tagen für ziemlich belastbar. Die gehen alle steil nach oben. Sie sind im Kleeblatt Ost, aber das ist völlig wurscht. Wir sehen die überall. Und hier ist eine wichtige Lehre. Wenn Patienten verlegt werden, dann bitte so früh wie möglich. Denn Patienten, die schwer krank sind und beatmet werden müssen, die zu verlegen, ist natürlich ein viel größerer Aufwand. Sie wissen, dass Bayern zum Beispiel schon nach Italien Patienten verlegt. Teilweise ist es natürlich auch gar nicht so einfach, die zu verlegen. Das ist logistisch extrem anspruchsvoll. Da wird über Medevac gesprochen, über Flugzeuge. Es herrscht eine Notlage in unserem Land. Wer das nicht sieht, der macht einen sehr großen Fehler. Ich möchte jetzt Kontroll-Covid kurz vorstellen. Das tue ich einfach, um Ihnen zu sagen, dass das Robert-Koch-Institut, wir haben einen besonderen Job, das möchte ich auch nochmal klar sagen. Es gibt viele Fachleute in unserem Land, aber wir sind diejenigen, die den gesetzlichen Auftrag haben, die Bundesregierung über das BMG zu beraten. Das heißt, wir sind besonders gefordert. Auf uns lastet natürlich auch ein besonderer Druck und ein besonderer Anspruch. Und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir sind natürlich alle extrem ausgelaugt und gestresst. Aber wir machen unseren Job nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir haben im letzten Jahr eine Empfehlung für ganz Deutschland ausgesprochen, Kontroll-Covid. Wir haben das mehrfach überarbeitet und wir haben dort sehr klare Dinge gesagt. Und zwar allen auch politischen Entscheidungsträgern, insbesondere natürlich den Gesundheitsministern in den Gesundheitsministernkonferenzen. Ich fasse das kurz zusammen. Wir haben gesagt, je nach Impfquote, im Juli ist das entstanden. Also wir reden jetzt von Juli 2021, das ist, glaube ich, schon wieder 5 Monate her oder wie 4 Monate. Je nach Impfquote, die in den nächsten Monaten in dieser Altersgruppe erreicht wird, ist von einem mehr oder weniger starken Anstieg der Anzahl der schweren Fälle und ITS-Belegungen durch SARS-CoV im Herbst auszugehen. Wir haben einen langsamen Anstieg im Oktober, gefolgt von einer Beschleunigung des Anstiegs. Wir haben einen Peak im Januar und Februar, gefolgt von einem Absinken. Das ist unsere aktuelle Prognose. Die bitte ich Sie einfach zu wissen. Die ist unter der Annahme, dass ein bestimmtes Basismodell geschieht, dass bestimmte Maßnahmen eingehalten werden. Das Basismodell heißt, wir sagen eine bestimmte Impfquote bei Erwachsenen voraus oder wir sagen, wenn eine bestimmte Impfquote erreicht wird, dann werden die Zahlen so und so sein. Und wir sagen, dass bei bestimmten Impfquoten bestimmte ITS-Belegungen die Folge sein werden, wenn bestimmte Impfquoten nicht überschritten werden. Das haben wir klar modelliert. Wir haben das publiziert im Juli diesen Jahres. Wir haben im Juli das Control-Covid-Paper ergänzt. Da haben wir darauf hingewiesen, dass wir natürlich möglichst hohe Impfquoten brauchen. Das ist ja nach wie vor so. Und ich danke Ihnen, Frau Köpping, dass Sie das nochmal gesagt haben. Ich sage das jetzt mal ganz klar. Es muss jetzt Schluss sein, dass irgendwer irgendwelchen anderen Berufsgruppen aufgrund von irgendwelchen Umständen nicht gestattet zu impfen. Wir sind in einer Notlage und in einer Notlage muss man bestimmte Dinge großzügig gestalten. Darum bin ich hier ganz klar dafür, dass unter anderem Apotheker impfen sollen. Wir brauchen jeden und jede, um jetzt zu impfen. Die Boosterimpfungen sind so umfänglich. Wir haben viele Millionen Menschen, die Impfungen brauchen. Je schneller die geimpft werden, desto besser. Und die noch nicht geimpft sind, auch. Wir brauchen jedes Angebot, jedes niedrigschwellige Angebot. Jeder Mann und Maus, die impfen kann, soll gefälligst impfen. Sonst kriegen wir
diese Krise nicht in den Griff. Wir haben gesagt, dass wir die Basismaßnahmen immer fahren müssen, Abstand halten, Hygiene, Alltag, Maske, immer. Das darf nirgendwo ein Setting geben, wo man das nicht tut, weil klar war, mit den geringen Impfquoten, die wir haben, können wir das sonst gar nicht kontrollieren. Und wenn es nicht anders geht, müssen eben auch kontaktreduzierende, bevölkerungsbezogene Maßnahmen sein. Zu Alten- und Pflegeheimen, auch nochmal an jeden, der jetzt zuhört. Es ist naiv zu glauben, dass bei hohen Inzidenzen diese Menschen geschützt werden können. Das geht nicht. Dieses Virus ist so ansteckend. Der sogenannte R-Wert ist so hoch von der Delta-Variante. Wenn Sie die Menschen wegsperren wollen und keinen Kontakt zur Außenwelt mehr haben, dann mag das gelingen. Aber das ist natürlich aus vielerlei Gründen völlig inakzeptabel. Aber wenn die Inzidenzen zu hoch sind, wird es nicht gelingen, das Virus aus Pflegeheimen und Altenheimen rauszuhalten. Ich bitte Sie, diese naiven Gedanken zu vergessen. Wir müssen die Inzidenzen senken und wir müssen diese Menschen schützen, so gut es geht. Und im September haben wir das zuletzt nochmal aktualisiert, Kontroll-Covid. Ich bitte Sie wirklich, das alle zu lesen, weil dort alles drinsteht, was gemacht werden muss. Wenn wir keine bevölkerungsbezogenen Maßnahmen ergreifen, dann kann der Verlauf der vierten Welle die bisherigen Wellen im Hinblick auf die täglichen Meldefälle wahrscheinlich deutlich übertreffen. Das haben wir im September gesagt, geschrieben, in Pressekonferenzen gesagt. Die vierte Welle kann nur dann deutlich abgeimpft werden, wenn zeitnah die Impfquoten der 18- bis 59-Jährigen steigen. Ich sage das deshalb, Boosterimpfungen sind wichtig. Das ist ja gar keine Frage. Die Impfwirkung lässt nach. Und natürlich gerade je älter man ist, desto früher. Also genauso prioritär wieder impfen, wie wir am Anfang geimpft haben. Aber nochmal, diese 18- bis 59-Jährigen, das ist die bewegliche Population, das sind die mobilen Leute, das sind die Arbeitnehmer. Die haben eine zu geringe Quote. Wenn wir die nicht runterkriegen, die ungeimpften Quote, können wir wieder vor einer Welle stehen, vor einer Welle, die wieder unangenehm wird. Also das muss was getan werden. Und wir haben auch gesagt, und das ist wirklich wichtig zu verstehen, auch wenn bereits großer Anteil besonders gefährdeter Personen über einen Impfschutz verfügt, reichen aber die Impfquoten nicht aus, um eine erhebliche Belastung des Gesundheitssystems in der vierten Welle zu verhindern. Also das war alles bekannt in der vierten, im September von uns publiziert gesagt. Und ich sage es nochmal, wir haben die Pflicht, gesetzliche Pflicht, darauf hinzuweisen. Ich bitte Sie, das eben auch den Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern, die vielleicht immer noch hoffen, dass sie so durchkommen, das klar zu machen. Das ist Kontroll-Covid, das kennen Sie oder auch nicht. Wenn Sie es nicht kennen, Sie können es auf der Website angucken. Ich wäre wirklich dankbar, wenn diese Zahlen, die wir dort geschrieben haben, als Indexzahlen wirklich in Deutschland genommen würden und daran angepasst wurde, zumindest die Maßnahmen. Wir haben dann 15 Settings genannt, wir haben das wissenschaftlich aufgearbeitet. Dort stehen ganz klare Konzepte für bestimmte Basisstufen. Ich wäre einfach glücklich, wenn unser Land einheitlich, und das ist wieder mein Appell an die Ministerpräsidenten, weil die sind ja zuständig für die Einheitlichkeit, einheitlich das Kontroll-Covid einfach hergenommen würde. Dann kann man hier und da was modifizieren, ist mir auch wurscht. Aber wenn sie wenigstens den gemeinsamen Namen verbinden, sodass die Bürger unseres Landes auch Vertrauen gewinnen in ein nationales Konzept. Das sind nationale Empfehlungen, die stehen auf unserer Website. Zur Modellierung zum Schluss. Warum wussten wir oder warum konnten wir so fundierte Aussagen machen? Wir haben verschiedene Modellierungen durchgeführt. Das haben wir im Juli diesen Jahres publiziert und nochmal angepasst an die Delta-Variante vor einigen Wochen. Wir haben bestimmte Szenarien gemacht. Modellierungen sind natürlich nie Prognosen, sondern sind Szenarien, wenn dies oder jenes ist, dann passiert das oder jenes mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Wir haben verschiedene Impfquoten modelliert, gerade bei den 12- bis 59-Jährigen und bei den über 60-Jährigen. Wir haben Kontakte, ein Kontaktverhalten eingestellt, was könnte sein vor und nach der Pandemie. Es waren 15,5 Kontakte pro Person und Tag, so vor der Pandemie. Wir hatten zwischendurch mal deutlich weniger. Nun sind wir wieder bei derselben Kontaktstärke, weil kontaktbeschränkende Maßnahmen ja nicht mehr stattfinden. Wir haben bestimmte Szenarien überprüft und wir haben gesagt, die Kapazität der Impfe ist 1,1 bis 1,5 Millionen Dosen pro Tag. Sie wissen, dass das tatsächlich funktioniert hat mal im Sommer. Aber das funktioniert momentan nicht, aber da müssen wir wieder hin. Und dann kommt da Folgendes raus. Also wir haben eine Basisannahme. Wir haben die Annahme, dass eine Impfquote von 90% bei Personen über 60 sind. Das haben wir nicht. Wir haben momentan so knappe 85%. Aber bei der Annahme wäre das so, wenn über 90% wären und wenn wir jeden Tag so viel impfen können. Das haben wir auch nicht. Das heißt, unter der Annahme, die ja positiv, optimistisch war, würden wir
bei den entsprechenden Altersgruppen, wenn wir da solche Impfquoten haben, bei den unter 12-Jährigen, bei den 12- bis 17-Jährigen und so weiter, würden wir trotz einer Impfquote von 65% immer noch Inzidenz bis 400 haben. Wir sind bei 65%. Wir haben ja immer noch nicht viel mehr. Wir haben gerade mal 2/3. Und Sie sehen, ab einer Impfquote von 75 von all diesen Menschen, da tut sich was. Da sind wir aber noch lange nicht. Das heißt also, es war klar, dass wir mit der Impfquote, die wir haben, so hohe Inzidenzen haben werden. Wir haben eine ITS-Auslastung auch modelliert und wir haben gesagt, bei dem Basisszenario sind so und so viele Personen in Quarantäne, auf der Intensivstation. Unter diesen Annahmen, Basisannahme, 90% der über 60-Jährigen sind geimpft. Und Sie sehen, dass auch da klar war, dass sehr, sehr hohe Zahlen auftreten können, wenn nicht die Impfquoten deutlich höher sind als 75% der Gesamtbevölkerung. Also das heißt, diese Analysen haben leider jetzt ziemlich gut vorhergesagt, was ist. Und darum müssen wir die Impfquoten eben nicht nur die Booster nach oben bringen, sondern vor allen Dingen, wir müssen diese Lücken schließen. Und da müssen wir aus meiner Sicht gleich drüber reden. Zum Schluss noch zwei Folien, die Ihnen Folgendes zeigen. Die sind ein Beweis dafür, dass die Kontaktreduktion eben nicht mehr da ist. Wir haben zu viele Kontakte. Der Beweis ist der, das sind die sogenannten akuten respiratorischen Infektionen. Wir haben ja im Haus viel mehr Systeme, um die Situation zu beschreiben, als nur die Systeme, die wir durch gesetzliche Meldungen haben. Sie sehen diese rote Grafik, Sie sehen, dass es viel mehr Konsultationen bei Ärzten gibt wegen Atemwegsinfektionen als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Das ist die gelbe Kurve. Das heißt also, die Menschen treffen sich mehr, dadurch sind viel mehr Infektionskrankheiten wieder da. Und übrigens, die belasten natürlich auch die Intensivstation, gerade bei Kindern momentan, das respiratorische Syncytialvirus unter anderem. Wir wissen ja nicht, was die Grippe noch macht. Das kommt ja alles obendrauf auf die Intensivbelegung dann teilweise. So, das heißt also, das modellierte Szenario ist eingetroffen. Das wussten wir seit Juli 2021. Wir haben zu schnell in vielen Bereichen geöffnet. Das entspricht nicht dem Kontroll-Covid-Empfehlung des RKI. Darum müssen wir dort einfach wieder gegensteuern. Dass in Innenräumen mehr passiert, wissen wir seit langer Zeit. Aerosolübertragungen finden nun mal in Innenräumen hauptsächlich statt. Das wissen wir, das ist wichtig aus meiner Sicht. Ich habe klar gesagt, solche Sachen wie Clubs und Bars, die sind Hotspots. Aus meiner Sicht müssen die geschlossen werden. Ganz einfach habe ich keinerlei, da habe ich wirklich keine Toleranz für. Großveranstaltung hatte mich auch schon zu geäußert. Die Kontaktraten der Bevölkerung sind zu groß. Dass Kontakteinschränkungen wirken, wissen wir seit der ersten Welle. Das hat hervorragend geklappt. Die Impfquoten müssen höher. Wie man das macht, das ist eine Diskussion wert. Aber ich bin der Ansicht, wir sollten wirklich mehr Rücksicht nehmen auf die vernünftigen, die vielen verantwortungsbewussten, vernünftigen Menschen unseres Landes. Wir können den Nicht-Geimpften nicht immer die Chance geben, dass sie durch eine Testung ganz genauso ihre Leben haben wie die Geimpften. Das ist meine ganz klare Ansicht. Die Impfwirkung lässt nach, darum sind Booster notwendig. Wir wussten immer, dass es so sein wird. Wir wussten aber nicht, wie lange es dauert. Wir stehen jetzt etwa bei 6 Monaten. Und einfach meine Bitte, dass Sie Kontroll-Covid, die STIKO-Empfehlungen umsetzen. Und es gibt eine nationale Teststrategie, die das Robert-Koch-Institut auch gemeinsam mit vielen Stakeholdern kontinuierlich erweitert hat. Da steht vieles drin. Wenn Sie sich danach richten, dann glaube ich, ist auch vielen geholfen. Wir müssen nicht ständig etwas Neues erfinden. Alle diese Konzepte und Rezepte sind vorhanden. Da gibt es bestimmt überall hier und dort Verbesserungsbedarf. Aber die sind da, die sollte man nehmen. Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Und das ist meine Einlassung. Danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das zu sagen. Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es nicht vielleicht erkannt wird, was ich unter anderem sage und wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Wieler. Diese Runde dient ja dazu, wirklich sehr klar für die nächsten 2 Tage für uns als Staatsregierung zu wissen, was wir tun. Wir machen eine neue Corona-Schutzverordnung. Wir haben Eckpunkte vorgelegt. Wir sind uns in der Regierung einig, dass wir darüber hinausgehen wollen. Wir wissen noch nicht, wie weit wir darüber hinausgehen können, weil wir es
einen Rechtsrahmen des Bundes braucht. Er hat sich verändert, er hat sich erweitert. Wir sind auch noch dabei, ihn noch weiter zu verändern. Und entsprechend dessen werden wir handeln, und zwar das tun, was medizinisch, epidemiologisch notwendig ist, sind wir bereit zu tun. Und Ihre Beiträge gerade haben nochmal sehr das verdeutlicht. Und ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Arbeit und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben, dass wir das auch nochmal hier von Ihnen so hören. Danke, Herr Professor Wieler. Und wir haben jetzt als Nächsten Herrn Professor Meyer-Hermann, der auch vor 2 Wochen schon bei uns war. Aber ich würde es gerne noch einmal auch hier nochmal auffrischen und vielleicht auch mehr Menschen die Gelegenheit haben, dass er Sie hört. Ich will Ihnen das vielleicht allen nochmal sagen. Wir haben 6 bis 7 Experten. Und ich habe deswegen gesagt, diese Stunde der Wahrheit, hier wird immer die Wahrheit gesprochen, aber wenn man eine Stunde sich komprimiert, wirklich Dinge anhören, um sie für sich zu bewerten und daraus Schlüsse zu ziehen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Das würden wir als Regierung auch alleine machen, wenn wir es nicht ins Internet übertragen, dann würde es genauso ablaufen. Jetzt ist die Runde etwas größer. Und der nächste ist Herr Professor Meyer-Hermann. Vielen Dank vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig. Bitte, Herr Professor Meyer-Hermann. Vielen Dank, Herr Kretschmer, dass Sie mir die Gelegenheit geben, nochmal mich dazu zu äußern. Ich möchte kurz etwas zur Lage jetzt konkret in Sachsen sagen. Ich habe versucht, die Zahlen nochmal neu zu analysieren und zu sehen, ob es jetzt nach den Maßnahmen, die wir vorher gehabt haben, in irgendeiner Form ein Anzeichen für eine Besserung gibt. Ich kann keine Anzeichen finden. Dabei habe ich zugrunde gelegt erstmal die Entwicklung der Inzidenzen. Die haben sich leider nicht abgeflacht. Die Reproduktionszahl ist gleichbleibend auf einem Niveau über 1,5 geblieben. Und insofern ist da nicht wirklich eine Besserung eingetreten. Auch Vorzeichen, wenn man zum Beispiel auf Mobilitätsdaten schaut, da habe ich mich mit Dirk Brockmann kurz geschlossen, sind leider nicht zu sehen. Es ist so, dass die Mobilität in den letzten 2 Wochen sich nicht wesentlich verändert hat. Also dass wir leider den Schluss ziehen müssen, dass im Moment die Situation noch nicht unter Kontrolle ist und die aktuellen Maßnahmen, wie Sie es ja auch schon selber dargelegt haben, wohl nicht ausreichen, um die Situation jetzt zu wenden. Ich möchte zur Beschreibung der Lage noch darauf hinweisen, dass wir im Moment in Deutschland eine Verdoppelungszeit haben von ungefähr 12 Tagen. Das ist wahrscheinlich in Sachsen sogar noch etwas schneller. Das bedeutet, dass die Inzidenzen also sich in den nächsten 2 Wochen nochmal ernsthaft erhöhen werden. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass wenn jetzt Sätze fallen wie die Krankenhausbetten sind jetzt belegt, wir haben unsere Kapazitätsgrenze erreicht, dann heißt das letztlich, sie sind überlastet, weil nämlich die nächsten Patienten ja reinkommen und in der Zeit ja die Betten nicht mehr frei werden. Das heißt, wir haben ein ernsthaftes Überlastungsproblem und man muss jetzt bereits planen. Das ist wahrscheinlich ja schon im Fall im Gange, denke ich mal, aber man muss jetzt bereits planen, wo die Patienten jetzt hinkommen, die jetzt dann eben die Überlastung tatsächlich durchleben müssen und wo man die Patienten jetzt hinverteilt. Das kann man jetzt nicht mehr abwarten, bis es dann wirklich überlastet ist im wahrsten Sinne, sondern die Grenze, eigentlich ist es so, dass also wenn man das als Faustregel nennen darf, in dem Moment, wo die 50% Kapazitätsgrenze erreicht ist, dann ist der Moment da, wo die Kapazität überlastet ist, weil man dann die 100% nicht mehr aufhalten kann. Das liegt an dieser 2 Wochen Versetzung. Jede Maßnahme, die Sie heute tun, wirkt in 2 Wochen. Das heißt, Sie haben jetzt, wenn Sie jetzt 100% haben, dann 100% Kapazität erreicht haben, dann wird es 2 Wochen weitergehen und Sie werden in 2 Wochen dann 200% erreicht haben. Und das ist das Problem. Deswegen muss man eigentlich vorher reagieren und nicht erst, wenn die Kapazitätsgrenze erreicht ist. So, das ist ungefähr zur Lage. Das heißt, die Lage ist wirklich mehr als ernst. Und ich denke, dass man jetzt nicht umhin kann, sofort zu handeln. Und die Geschwindigkeit des Handelns, das predige ich wirklich seit inzwischen Beginn der Pandemie, die Geschwindigkeit des Handelns ist der entscheidende Faktor. Wir sind spät dran und es ist so, dass man mit jedem Tag, und da kann ich jetzt nur noch Herrn Wieler zitieren,
mit jedem Tag, an dem 50.000 Menschen neu infiziert werden in Deutschland oder 7.000 in Sachsen, sterben entsprechend 400 in Deutschland und 100 in Sachsen. Und das sind Tote, die wir nicht mehr verhindern können. Jeder Tag, den wir mit Maßnahmen hinauszögern, sind weitere 100 Tote in Sachsen. Das muss man einfach so klar sehen. Und deswegen muss man sich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht wirklich verrückt machen, ob man jetzt jede Maßnahme wirklich durchdacht hat, ob die wirklich wirksam ist und ob sie möglichst effizient ist und ob das jetzt die Verhältnismäßigkeit wahrt in allen Aspekten. Da zitiere ich gerne Michael Ryan von der WHO. Perfection is the enemy of success. Das ist in der Tat so, dass wenn wir jetzt versuchen, alles perfekt zu machen, dann werden wir scheitern. Und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen jetzt Maßnahmen treffen. Und wenn es so ist, dass wir eine Maßnahme zu viel getroffen haben am Ende, dann ist es immer noch besser, als dass wir jetzt weiterhin 100 Tote pro Tag in Kauf nehmen. Denn es werden ja auch mehr. Es ist ja nicht so, dass die 100 Toten 100 Toten bleiben, sondern wenn man nichts tut, wird es ja sogar mehr. Und also vor dem Hintergrund muss man jetzt kurzfristig die Frage stellen, was kann man eigentlich tun? 2G flächendeckend ist schon eine klare Ansage, denke ich. Man kann darüber nachdenken, ob man mit 2G plus wirklich etwas gewinnt. Aber das ist, ich sage mal, 2G plus ist der humanitäre Aspekt. Wir haben die Impfung so gemacht, dass wir die ältere Bevölkerung zuerst geimpft haben. Und die ältere Bevölkerung zuerst zu impfen war epidemisch gesehen nicht unbedingt die weise Entscheidung, sondern es war eine humanitäre Entscheidung, hinter der wir alle stehen. Weil wir wussten, dass wir dadurch große Zahlen an Menschenleben retten. Und genauso ist es mit 2G+. 2G+ ist eine Maßnahme, die sich innerhalb der Geimpften abspielt. Das heißt, man schützt die Geimpften selbst und damit insbesondere die Vulnerablen, bei denen der Impfschutz am schnellsten verschwindet. Das Gleiche gilt für die Boosterimpfung. Ich würde sie übrigens nicht mehr Boosterimpfung nennen. Ich würde sie dritte Impfung nennen, weil das ist keine wirkliche Boosterimpfung im eigentlichen Sinne, sondern es ist einfach bei dieser Impfung so, dass wir drei Impfungen brauchen, um voll geschützt zu sein. Und dann wäre das auch leichter zu kommunizieren. Wir brauchen einfach diese dritte Impfung. Punkt. Und also das ist der Punkt mit 2G+. Das bringt jetzt nicht wirklich was pandemisch, aber humanitär wird es etwas bringen, genauso die dritte Impfung. Wir müssen also darüber nachdenken, wie man die Kontakte beschränkt. Und ein paar Dinge hat Lothar ja schon genannt. Ich denke auch, dass die Bars und Clubs geschlossen werden müssen, weil sie ganz klar als Kontakt-Highlights und Hotspots in den Mobilitätsdaten zu erkennen sind. Man muss sicher Großveranstaltungen reduzieren und man muss auch kleinere Veranstaltungen in der Personenzahl limitieren. Das sind alles Dinge, die wichtig und notwendig sind. Aber was ich leider sagen muss, ich glaube, wir können vor den Veranstaltungen in privaten Haushalten keinen Halt machen. Wir müssen in der aktuellen Lage und mit der Dynamik, mit der sich das jetzt abspielt, glaube ich, auch da jedenfalls ein Regelwerk aufbauen, damit wir da der Sache Herr werden. Und der Grund, warum ich das sage, ist auch relativ einleuchtend, weil wir haben 18, die also wenn wir jetzt gucken, wo die Hauptprobleme der Impfgegner sind, das ist im Alter von 30 bis 50 Jahren. Also es sind nicht die ganz Jungen und es sind nicht die ganz Alten. Und die 30- bis 50-Jährigen sind auch nicht die Leute, die unbedingt in Bars und Clubs abhängen, sondern die machen Privatveranstaltungen, machen Grillpartys und sind zu Hause. Das heißt, da sich 70% des Infektionsgeschehens innerhalb der ungeimpften Bevölkerung abspielt, und das ist ungefähr in der Größenordnung, die eher die Sache unterschätzt, da also der größte Teil sich da abspielt, glaube ich, muss man tatsächlich in die privaten Haushalte gehen und dort Beschränkungen machen. Und wie wir es ja schon gehabt haben, es ist ja alles schon eingespielt und wir kennen die Maßnahmen, die da gemacht werden können. Das heißt, es ist eigentlich keine neue Erfindung. Und je kleiner der Impfanteil in einem Land, in einem Bundesland ist, desto wichtiger ist es, bei den Ungeimpften tatsächlich auch Einschränkungen zu machen. Und damit ist auch das 2G-Thema die Frage, wo geht man da hin? Und man muss darüber diskutieren, ob man das eben bis in die Arbeitswelt hineinzieht und eventuell Homeoffice dann anwendet in dem Moment, wo jemand sich nicht impfen lassen möchte.
Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, denn im Moment ist es einfach nicht witzig genug, dass man jetzt diese Sache einfach weiterlaufen lässt, sondern man muss tatsächlich einfach ganz klar reagieren und zwar möglichst deutlich. Das hilft auch bei der Awareness in der Bevölkerung. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bevölkerung versteht, dass es wirklich ernst ist und dass es nicht durch die 57% Impfung in Sachsen jetzt ausreicht, sondern dass man jetzt weiter handeln muss und dass man eben auch eine Vorsichtsmaßnahme findet. Das Problem ist, dass diese Anweisung oder diese Vorgabe, dass man jetzt vorsichtig sein muss, meistens nur bei den Leuten, die sowieso geimpft sind, wirkt und man dadurch eigentlich eine sehr ineffiziente Maßnahme hat. Das heißt, es ist wirklich ein Kommunikationsproblem, was man da lösen muss. Und dazu kommt erschwerend, dass wir jetzt bei den Ungeimpften eine Bereitschaft dann nicht finden werden, die jetzt da jetzt sich selbst einzuschränken. Und man muss deswegen überlegen, wie man das erreichen kann. Da ist also ich denke, da ist ein großes Kommunikationsproblem. Und was mir dabei total kontraproduktiv erscheint, das ist, dass man jetzt die pandemische Notlage, also die pandemische Lage, muss heißt es ja korrekt, aufhebt. Das ist eine Farce in meinen Augen, dass man das jetzt tut. Wie kann man 18, 21 Monate eine Pandemie haben und dann in dem Moment, wo die Zahlen am höchsten sind, und das ist ja nicht nur in Sachsen so, sondern ist ja bundesweit so, bundesweit die höchsten Zahlen dieser Pandemie hat und die höchste Notlage, die höchste Auslastung der Krankenhäuser. Und dann sagt man jetzt mal einfach, die Pandemie ist beendet. Das ist ja toll, wenn man das so einfach beschließen kann. Das ist aber kein politischer Beschluss leider, sondern es ist ein Beschluss, der von den Fakten abhängt und die Fakten sagen leider etwas anderes. Also selbst wenn die pandemische Lage jetzt wirklich aufgehoben würde, wäre die Pandemie ja noch da. Sonst hätten wir sie vielleicht im März 2020 für beendet erklären sollen, hätten wir keine Pandemie gehabt. Also das ist wirklich eine absurde Nummer. Und das Schlimmste, was mich daran am meisten ärgert, ist, dass wir dadurch das falsche Signal senden. Und deswegen habe ich es an der Stelle gesagt, denn das wird in dem Moment natürlich gerade bei den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen oder die vielleicht der Meinung sind, dass das alles sowieso nur Fake ist, das wird denen natürlich Wasser auf die Mühlen geben. Das heißt, wir werden dann zunehmend das Problem eigentlich verschlimmern, dass wir kommunikativ an gewisse Bevölkerungsgruppen nicht mehr rankommen. Ich wollte noch ein Wort zur Impfung sagen. Das ist eine Maßnahme, die extrem wichtig ist. Das wissen wir alle. Deswegen machen sie das ja auch und fördern das ja ohne Ende. Das ist absolut richtig. Und es wird aber in der akuten Phase nicht helfen. Das muss man sich immer wieder klar machen. Die akute Welle, wie sie jetzt da ist, wird durch die Impfung nicht mehr aufzuhalten sein. Die Impfung wird uns helfen im Januar, Februar. Wenn Sie jetzt impfen und alles reinstecken, und ich bin auch dafür, dass die Apotheker impfen sollen, wenn Sie alles reinhauen, werden Sie Januar, Februar die erste Wirkung davon haben, aber nicht mehr jetzt, um das aufzuhalten, was gerade jetzt im Moment passiert. Das heißt, wir müssen die anderen Maßnahmen in den Vordergrund rücken und sofort umsetzen. Und erst wenn es so ist, dass wir etwas unter Kontrolle haben, wird es dann mit der Impfung weitergehen. Und man sollte vielleicht ein Ding, und auch da ist die Kommunikation eine ganz wichtige Sache, ich möchte eine Sache nochmal sagen, alle Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind, die haben die Auswahl, entweder werden sie geimpft oder sie bekommen das Virus, früher oder später. Es gibt keine Alternative dazu. Also das Virus wird sich über die gesamte Bevölkerung ausbreiten und entweder ist man geimpft und geschützt oder man ist nicht. Und so, dass man sich jeweils die Frage stellen muss, was ist jetzt eigentlich das größere Risiko, das Virus oder die Impfung? Und wenn man sich dann jetzt klar macht, was die Impfung eigentlich macht, sie nimmt ein kleines Stück vom Virus, das nicht funktional ist, in Form von Messenger-RNA und das spritzt das in den Organismus. 3 Wochen später ist das Virus, ist diese Messenger-RNA nicht mehr nachweisbar. In der Zeit wird eine Immunreaktion ausgelöst und werden Antikörper produziert, die genau diese Stelle am Virus binden. Und dann verhindert der Antikörper, der dann generiert worden ist, im Organismus, dass das Virus in die Zelle eindringen kann. Das ist der Mechanismus, der hier ausgespielt wird. Jetzt nehmen wir mal an, dass diese viel besprochene Langzeitrisiken, dass die durch die Impfung wirklich ausgelöst würden.
in 2 Jahren oder so. Ich meine, es ist ein Menschheitsexperiment, wie wir es noch nie gehabt haben. Inzwischen müsste das langsam bekannt werden. Aber nehmen wir an, das wäre tatsächlich der Fall. Durch das Virus würde das dann auch ausgelöst, denn es ist ja das gleiche Stück Molekül. Ja? Das heißt, es gibt überhaupt kein zusätzliches Risiko. Man hat entweder das Virus oder die Impfung. Die Impfung ist das viel kleinere Risiko, weil das Virus nämlich noch 20 andere Molekülfragmente hat, die auch Langzeitwirkungen auslösen können. Die Impfung ist nur dieses eine kleine Stück. Ist also viel, viel, viel weniger wahrscheinlich, dass man da irgendeine Langzeitwirkung haben kann. Das wollte ich nur mal sagen. Vielleicht hört das ja irgendjemand und lässt sich davon überzeugen, dass deswegen die Impfung die bessere Wahl ist. Damit möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Meyer-Hermann. Und es ist zwar ernüchternd zu sehen, dass wir das, was Sie uns gesagt haben, 60% Kontaktreduzierung, dass wir da noch nicht weitergekommen sind, aber es zeigt auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit, weiter zu agieren. Und Sie haben es angesprochen, es gibt bei einer Gruppe in der Bevölkerung einen absoluten Unwillen mitzuwirken. Und das muss jetzt bei der Auswahl der Mittel, die wir verwenden, auch genau beachtet werden. Denn man darf sich nichts vormachen. Kontaktbeschränkungen, wir werden sie ergreifen, wir haben sie auch schon und wir werden sie auch noch weiter nachschärfen. Es gibt auch einen gewissen Automatismus mit dieser jetzt Überlastungsstufe, also für Ungeimpfte nur noch der eigene Haushalt und eine Person. Aber es ist klar, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der das ignorieren wird. Und das zu kontrollieren ist zwar möglich, aber es ist eine Sisyphus-Arbeit. Und deswegen muss jetzt, wenn wir erfolgreich sein wollen, Sie haben es auch gerade nochmal, was das Impfen angeht, dass das jetzt eine Variante ist, die uns in einigen Wochen eine Erleichterung bringt, nicht aktuell, dass das Testen das Dunkelfeld weiter aufhält, aber natürlich auch in dieser Phase der Pandemie jetzt kein Instrument mehr ist, um eine Welle zu brechen, muss jetzt bei der Wahl der Maßnahmen so gemacht werden, dass die Dinge wirklich funktionieren, sie wirklich kontrollierbar sind und dass sie wirklich eine Wirkung entfalten, was die Frage der Kontaktbeschränkung angeht. Schwierige Aufgabe. Ich bin jemand, der immer gesagt hat, dieser Leitspruch, Leben mit dem Virus, für Leute, die geimpft sind, ist das ein Alltagsrisiko. Deswegen auch da kaum noch Einschränkungen. Das muss jetzt diese Freiheit geben, dem das sehr wichtig ist. Ich spüre nur immer mehr, wenn wir wirklich jetzt erfolgreich diese Welle brechen wollen, werden wir es nicht tun können, indem wir nur diese Gruppe der Ungeimpften adressieren, sondern wir werden es vermutlich einen größeren Wurf machen müssen. Das ist eine bittere Erfahrung, aber vermutlich die einzige Möglichkeit. Wir können dann gleich nochmal weitersprechen. Sie haben Impfen angesprochen, Herr Meyer-Hermann. Und ich würde gerne Herrn Professor Schikotek, den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, als Nächsten an die Reihe nehmen. Der ist der Experte fürs Impfen. Der kann vielleicht auch noch mal was zu sagen zu der Frage RMNA, Erbgut oder das, was derzeit ganz wieder als neues Thema kommt, Totstoffimpfstoffe. Bitte, Herr Professor, wir sind sehr interessiert an Ihrer Meinung. Ja, vielen Dank. Zunächst der Check, ob ich gut zu hören bin. Ich hoffe, das ist der Fall. Wenn nicht, bitte ich um Hinweis. Herr Ministerpräsident, Frau Köpping, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke zunächst für die Einladung. Ich will aus Sicht des Paul-Ehrlich-Instituts vor allen Dingen darauf eingehen, was wir bisher beigetragen haben und beitragen können, auch dazu, dass diese Pandemie weiterhin bekämpft werden kann. Ich kann sagen, dass wir im Rahmen von 2020 sehr unterstützt haben, dass Impfstoffe schnell entwickelt werden. Sie wissen, dass es dazu eine immer wieder aufflackernde Diskussion darüber gibt, ob diese Entwicklungen zu schnell waren. Ich kann Ihnen versichern, dass wir hier mit sehr starkem Einsatz auch größeren Ressourcen einfach durch innovative Methoden dafür gesorgt haben, dass die Entwicklungen schnell vonstatten gegangen sind, aber mit derselben Sorgfalt durchgeführt werden und wurden, wie das auch früher der Fall war, und dass alle notwendigen, auch regulatorisch festgelegten Untersuchungen durchgeführt wurden, um dafür zu sorgen, dass die Impfstoffe wirksam und sicher sind. Darüber haben wir publiziert, das ist allgemein bekannt und das kann man inzwischen auch nachlesen. Wir haben das ungeheure Glück, dass wir so früh in dieser Pandemie
hochwirksame und auch sehr sichere Impfstoffe zur Verfügung haben gegen Covid. Hier bitte ich, bei allen Bemerkungen über Impfstoffen in Erinnerung zu behalten, was wir bekämpfen, wofür wir schützen können, ist Covid. Das heißt, den symptomatischen Verlauf einer Coronavirus 2 Infektion, aber damit einhergeht, dass auch geschützt werden kann vor schweren Verläufen, Hospitalisierung, Intensivstationen, Aufenthalt, invasiveren Behandlungen und am Ende sogar Tod. Und ich kann nur immer wieder wiederholen, dass wir hier Instrumente in der Hand haben, die wirklich ganz klasse sind. Es ist ein großes Glück, dass es gelungen ist, diese Impfstoffe so zu entwickeln. Ich will keinen langen Punkt daraus machen, wie das gelungen ist, aber sicherlich ist ein wichtiger Punkt, dass wir bereits Vorarbeiten hatten zu MERS-Coronavirus-Impfstoffen, zu SARS-Coronavirus-Impfstoffen von 2002, 2003, auf denen wir aufbauen konnten, und weitere regulatorische Methoden sind hinzugekommen. Das Zweite ist, dass immer wieder Gerüchte über die möglichen Nebenwirkungen dieser Impfstoffe aufkommen. Hier versuchen wir von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts entgegenzuwirken. Ich kann sagen, dass wir nie zuvor bei der Einführung neuer Impfstoffe so schnell so viele detaillierte Erkenntnisse über die Sicherheit dieser Impfstoffe hatten. Denn Sie müssen bedenken, dass wir einen weltweiten Überblick bei einigen dieser Covid-Impfstoffe inzwischen haben, die nicht nur in 100.000 oder Millionen, 10-Millionenfach, sondern milliardenfach verimpft wurden. Und diese Daten stehen uns im Wesentlichen alle zur Verfügung. Wir haben inzwischen, was die Zulassung betrifft, ja die Zulassung gerade der RNA-Impfstoffe auch ab 12 Jahren. Wir haben Auffrischimpfungen, die zugelassen sind mit einer Dosis BioNTech und einer halben Dosis Moderna. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht unter den Experten darüber diskutieren, ob wir das als Auffrischgrundimmunisierung oder Drittimpfung diskutieren, sondern wichtig ist zu erkennen, dass wir inzwischen wissen, dass das Immunsystem zwar mit all seinen Armen geprimed ist durch diese Impfung, dass schwere Verläufe mit hoher Wirksamkeit verhindert werden können, aber halt nicht absolut sicher zu 100%. Und dass wir aufgrund der Tatsache, dass gerade ältere Personen über 50, 60 oder 70 nach 5 bis 6 Monaten ein Zurückgehen der sehr effektiven und hochwirksamen Immunisierung sehen und dass Personenkreise in immunsuppressiver Therapie in bestimmte Personenkreise hier halt weniger Impfstoff erhalten durch die allgemeine Grundimmunisierung. Das muss ganz klar gesehen werden und deswegen haben wir auch früh plädiert, auch im Kreise der Gesundheitsministerkonferenz, dass die entsprechenden Auffrischimpfungen begonnen werden und wie man inzwischen vom STIKO-Vorsitzenden hört, wahrscheinlich auch von der STIKO für Personen über 18 Jahren empfohlen werden. Im Moment ist das der Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Wir haben weiterhin auch durch die Beschaffung der Bundesregierung in diesem Lande RNA-Impfstoffe in großer Menge zur Verfügung, an denen im Moment kein Mangel abzusehen ist, und die Ergebnisse aus Deutschland, aus dem Vereinigten Königreich, aus Israel zeigen, dass gerade RNA-Impfstoffe besonders geeignet sind zu Auffrischungsimpfungen, zur Erweiterung der Grundimmunisierung. Und das ist wirklich sehr gut gelungen, hier Vorsorge zu treffen mit diesen Impfstoffen, um weiter impfen zu können und die Immunisierung vorantreiben zu können. Ein kleiner Punkt, den ich machen möchte, ist der, dass wir natürlich ab 12 Jahren die Impfung haben. Wir arbeiten im Moment daran, die Daten zu sichten zur Zulassung, Erweiterung der entsprechenden Impfstoffe auf Kinder noch jüngeren Alters. Und das ist natürlich eine vulnerable Gruppierung, die aber natürlich die Pandemie durch die Übertragung weiter mit befeuert. Und wir werden sehen, wie die Sichtung dieser Daten in Bezug auf die Zulassung dieser entsprechenden Impfstoffe ausgehen. Die Personen, die Zweifel haben an der Sicherheit dieser Impfstoffe, die kann ich wirklich beruhigen. Zum einen herrscht volle Transparenz darüber, wie die Sicherheitsdaten dieser Impfstoffe aussehen. Hier empfehle ich nur allen, dass sie weitergeben, dass auf www.bai.de Sicherheitsberichte zu der Bewertung der Verdachtsfallmeldungen über Nebenwirkungen und Impfkomplikationen vom Paul-Ehrlich-Institut periodisch zur Verfügung gestellt werden. Und ich kann inzwischen mit hoher Sicherheit sagen, dass in Bezug auf die Melderaten wir es bei den schwerwiegenden Reaktionen, die wir zu verzeichnen haben,
Fälle haben, die liegen unter 10 pro 100.000 Geimpften. Und das sind hervorragende Werte, die für die Sicherheit dieser Impfstoffe sprechen. Die entsprechende Nebenwirkung möchte ich hier nicht aufzeigen, aber eine Diskussion betrifft ja beispielsweise Herzmuskelentzündung, Myokarditis nach RNA-Impfungen, die ebenfalls äußerst selten sind. Und hier kann ich sagen, dass die entsprechenden Fälle auch gutartig verlaufen, soweit wir das im Moment übersehen, ganz anders als natürlich auftretende Myokarditiden. Wir würden uns also wünschen, dass neben den Impfstoffen, die wir zur Verfügung haben, genauso wirksame und auch sichere Therapeutika zur Verfügung ständen. Wir haben gestern gemeldet, dass zumindest Antikörper für Prophylaxe und gerade für die Behandlung von Personen mit besonderen Risiken inzwischen zugelassen sind. Sie sind aber durch das Bundesministerium für Gesundheit schon für Deutschland beschafft worden, stehen zur Verfügung. Ich möchte noch mal insgesamt dann zusammenfassen und sagen, das große Glück, das wir haben, muss man wirklich mal in Zusammenhang sehen mit anderen Teilen der Welt, wo wenig Impfstoff zur Verfügung steht, wo wenig Bevölkerung erreicht werden kann und die Bevölkerung sehnlichst darauf wartet, schützende Impfstoffe zu bekommen. Und wir haben diese Impfstoffe zur Verfügung. Sie haben sich als hochwirksam und sicher erwiesen. Wir orientieren darüber dauernd. Und ich glaube, die Message sollte weitergegeben werden, dass dieses große Glück auch in Anspruch genommen werden sollte und wir hier nicht wirklich verharren sollten bei der jetzigen Impfrate, die wir haben. Wir werden an dieser Sache weiterarbeiten. Es gibt ja beispielsweise die Diskussion darüber, ob es Langzeitnebenwirkungen von RNA-Impfstoffen gibt. Wir wiederholen immer wieder, und ich tue das auch gerne in diesem Kreis, Langzeitnebenwirkungen in dem Sinne sind bei Impfstoffen im Allgemeinen nicht gegeben und auch nicht bei den Covid-Impfstoffen. Wir reden darüber, dass wir aufgrund von hunderte Millionen oder milliardenfachen Impfungen ein sehr gutes Bild auch über äußerst seltene Nebenwirkungen haben und dass wir diese Nebenwirkungen schnell erkennen, haben wir unter anderem gezeigt, als wir für einen vorübergehenden Impfstoff bei den ersten Erkenntnissen zu Thrombosen mit Thrombozytopenie nach Adenovirusvektor erkannt haben. Das heißt, wir sind wachsam, man kann sich darauf verlassen, dass wir Bescheid sagen, wenn es größere Probleme gäbe. Aber die Message ist, alle sollten zum Impfen gehen. Es gibt auch viele Meldungen in Facebook, in den Social Media, über die wir uns ärgern. Und da kann ich nur dafür plädieren, valide Informationen der Behörden vom Robert-Koch-Institut, vom Paul-Ehrlich-Institut anzusehen. Da wird erzählt, wie die wirkliche Sachlage ist. Und ich glaube, das ist eine gute Basis für all das, was meine Kollegen vorher gesagt haben, nämlich ein Weitergehen auf dem Weg, die Grundimmunisierungen weiter voranzutreiben in noch größeren Teilen der Bevölkerung, mit den Auffrischimpfungen in den betroffenen Teilen der Bevölkerung weiterzumachen und runterzugehen bis zu Personen ab 18 Jahren und Impfstoffe weiterzuentwickeln, so es denn notwendig werden würde, wenn weitere Varianten, die besorgniserregend sind, auftreten würden. Vielen Dank und ich bin gerne bereit, Fragen zu beantworten, falls weitere bestehen, aber die Message sollte klar sein. Covid-Impfstoffe sind hochwirksam sicher. Wir haben das Glück, sie zu haben. Lassen Sie uns sie nutzen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank und auch für die Möglichkeit, dass wir mit Ihnen sprechen können. Wir nutzen jetzt mal die Möglichkeiten des Internets und würden nach Israel schalten. Über viele Jahre hat Michael Weverunge das Studio des ZDF hier bei uns in Dresden geleitet. Wir haben ihn kurz nachdem er in Israel angekommen ist, zu Beginn des Jahres, mal gebeten, ob er uns hilft, weil wir im Vogtland, Sie erinnern sich, diese schwierige Situation hatten. Wir haben dort den Menschen Mut machen wollen und haben den Vergleich Israel, wie hat das mit dem Impfen gewirkt, nutzt das was, dort gehört. Vielleicht, Herr Weverunge, können Sie uns sagen, wie ist das Verhältnis Impfen in Israel, wie war das mit dem Lockdown, wie war das mit dem Wiederfreigeben? Was kann man lernen an diesem Land, was sehr, sehr klein ist, aber unglaublich engagiert auch beim Kampf gegen Corona? Ja, vielen Dank. Guten Abend nach Sachsen. Guten Abend, Herr Ministerpräsident Kretschmer. Guten Abend an die Teilnehmer. Meine erste Bemerkung ist erstmal, ich bin schon sehr betroffen, wenn ich hier die Fachleute, die Dramatik in Deutschland schildern höre. Und das erhöht zunächst mal zurückhaltend ausgedrückt meine Ratlosigkeit, wenn nicht Fassungslosigkeit, mit der ich hier die Entwicklung
aus Israel in Deutschland beobachte. Israel ist ja so etwas wie ein Zeitlabor. Es ist immer so einige Monate, 3-4 Monate der Entwicklung voraus. Das war nicht immer so, denn Ende Dezember letzten Jahres, Sie erinnern sich, sind eigentlich alle Länder dieser Welt ungefähr zeitgleich an den Start mit den Impfungen gegangen. Nur Israel war besonders schnell, um dann in einer massiven dritten Welle, damals noch die Alpha-Variante, wieder herauszukommen, begleitet von eigentlich allen erdenkbaren Maßnahmen eines Lockdowns, Shutdowns, Ausgangsbeschränkungen, was nur ging, und hat aber sehr frühzeitig durch eine sehr erfolgreiche und sehr entschlossen durchgeführte und umfassende Impfkampagne dann diese dritte Welle beherrscht. Dann hat man gedacht, dass ja, jetzt ist eigentlich alles prima. Viele hatten die zweite Impfung. Man kann ungefähr sagen, dass etwa 70% zweitgeimpft waren vor der vierten Welle, beziehungsweise genesen und einmal geimpft oder genesen. Das lässt sich hier etwas statistisch schwer herausfinden. Und dann begannen, sage ich mal, Ende Mai, Anfang Juni, langsam, aber sehr deutlich die vierte Welle. Und dann war die Frage, was macht man jetzt? Es gab eine neue Regierung und die hat klar gesagt, wir wollen einen Lockdown vermeiden. Und man kann es vorwegnehmen, es ist tatsächlich gelungen, eine wirklich sehr massive Welle mit Inzidenzen von 750 ohne Lockdown zu beherrschen. Vor allem beziehungsweise fast ausschließlich nur durch den Weg des Boosterns. Ich will damit nicht sagen, ich bin sowieso nicht der Experte, dass dies jetzt der einzige Weg für Deutschland wäre, wahrscheinlich schon gar nicht mehr in der Situation in Deutschland. Wie wir gehört haben, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Man hat sehr schnell, aber das ist vielleicht für die Zukunft ein Hinweis, sehr schnell reagiert und sehr schnell gesagt, wir müssen sofort diese dritte Impfung, man hat auch direkt erkannt, was eben auch schon gefallen ist, es geht nicht um Booster, sondern es ist eine dritte Impfung von dreien. Von vornherein hätte man wahrscheinlich die Impfstrategie, das ist jedenfalls die Erkenntnis hier in Israel, auf 3 Impfungen sehen müssen, weil der Steigerungseffekt nochmal um einiges höher ist. Und diese Boosterimpfung hatte einen Effekt, es hat lange gedauert, es gingen auch parallel die Zahlen hoch, allerdings auch in Israel, vor allem eine Pandemie der Ungeimpften, übrigens wie in Deutschland, was ich so grob sehe, das ist hier noch nicht angesprochen worden, vor allem eine Pandemie der Kinder und Jugendlichen. Denn die machen, glaube ich, 40-50% auch in Deutschland aus. Jedenfalls war das in Israel so. Also eine Gruppe, die sowieso noch nicht so geimpft war, obwohl Israel auch da wieder sehr schnell gehandelt. Die 12-Jährigen ab, ich glaube, etwa Ende April, Anfang Mai geimpft hat. Und mit diesem Weg hat man natürlich nicht die Menschen erreicht, die sich nicht impfen lassen wollen. Man hat die erreicht, sehr schnell massiv, die halt eine zweite Impfung schon hatten, weil man gesehen hat, nach 5-6 Monaten lässt die Wirkung nach. Und hat dann innerhalb von quasi 3 Monaten 4 Millionen Menschen, über 4 Millionen Menschen, das ist etwa 45% der Gesamtbevölkerung, 60% der zweifach Geimpften durchgeimpft und hat damit diese Welle, ich betone es nochmal, ohne einen Lockdown durchgerungen. Und es gab auch einen deutlichen Anstieg der Hospitalisierungen. Und ich glaube, bei der Boosterimpfung ging es gar nicht so sehr darum, die zweite Impfung war schon noch wirksam. Es gab Impfdurchbrüche, aber in der Art und Weise, dass halt die Patienten oder die Menschen trotz zweiter Impfung infiziert haben. Infiziert haben heißt, sie trugen den Virus in sich, nachweisbar, und haben sie natürlich auch weitergetragen. Das heißt, sie waren Treiber der Pandemie wie die Ungeimpften. Und man hat zumindest diese Lücke mit der Boosterimpfung ebenfalls schließen können. Und natürlich auch die Fälle an Hospitalisierung. Man hat quasi diese Quote von über 90%, die in allen Bereichen, Hospitalisierung, schwere Fälle, Todesfälle, an 90%igen Schutz erreicht und ist damit halt extrem erfolgreich gewesen. Was jetzt, auch das war jetzt gerade ein Stichwort, die Impfung für die 5- bis 11-Jährigen, das ist auch vielleicht so ein Beispiel, die ist vor 2 Wochen von der FDA freigegeben worden. Am nächsten Tag gab es eine Online-Konferenz, so etwas wie hier, da konnten auch Privatpersonen teilnehmen. Da hat man darüber diskutiert, ist das richtig, ist das gut, so von einer Kommission, die so ähnlich ist wie die STIKO, die Regierung berät.
Und vorige Woche ist entschieden worden, dass alle 5- bis 11-Jährigen geimpft werden. Der Impfstoff ist, glaube ich, schon in Israel angekommen. Und das beginnt nächste Woche. Und das natürlich auch, kann man ethisch, moralisch darüber diskutieren, ob diese 5- bis 11-Jährigen für sich selber diese Impfung brauchen. Im Sinne einer Herdenimmunität ist das natürlich sehr hilfreich. Und das ist eben Israel. Israel guckt sich die Lage an, trifft Entscheidungen, berät, trifft Entscheidungen und dann werden die sehr konsequent und sehr schnell umgesetzt. Was ich also zu berichten habe, ist jetzt wahrscheinlich kein Ratschlag unmittelbar in dieser aktuellen Notlage, Krisensituation, die die Experten hier beschrieben haben, aber vielleicht das Beispiel aus dem Zeitlabor, wie man denn vielleicht bei der fünften Welle, und die wird auch hier ankommen, schneller, besonderer handeln kann, umfassender. Und man kann es nur noch mal sagen, gerade eben fiel der Satz, Impfen ist ein Weg. Ich würde sagen, Impfen ist der Weg. Und es muss tatsächlich klar sein, dass langfristig der Weg aus dieser Pandemie eben nur über die Impfung geht. Es funktioniert, das ist empirisch. Es ist auch hier sehr stark darüber gestritten worden. Es ist nicht so, dass hier alles widerstandslos vorübergeht. Die Diskussionen waren heftig. Aber das Impfen hat eben gezeigt, empirisch, dass es das wirksamste Mittel ist. Und das ist zumindest hier von einem Großteil der Menschen auch eingesehen worden. Vielleicht so viel erstmal von mir. Roman, können Sie noch mal sagen, wie hoch die Impfquote in Israel ungefähr ist? Insgesamt, es sind jetzt 6,1 Millionen haben die zweite Impfung. Über 4 Millionen haben die dritte Impfung. Und dann kommt noch mal 800.000, 900.000, die genesen sind. Da gibt es aber Verschiebungen. Man kann das nicht einfach aufschlagen. Also Statistiker können das genauer berechnen. Deswegen sind das nur Größenordnung, aber nicht absolut vergleichbare Zahlen. Weil zum Beispiel von den Genesenen haben manche auch zum Beispiel eine Impfung bekommen für den grünen Pass in Israel. Übrigens vielleicht dazu noch ein Wort für den grünen Pass. Da kann man, um den zu bekommen, muss man spätestens nach 6 Monaten eine dritte Impfung machen lassen. Man kann aber übrigens auch schon nach 5 Monaten, ist also ein Spielraum im Gegensatz zu Deutschland. Wer genesen ist, braucht zwingend eine Auffrischungsimpfung, um den grünen Pass zu bekommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Testung. Und diese Testung ist eben für alles, was nach dem grünen Passschema verläuft, Veranstaltungen, das sind sehr viele, ebenfalls ein Ersatz. Es gibt also keine 2G-Regel, sondern nur einen sanften Druck. Aber auch das hat zumindest gewisse Erfolge gezeigt. Und auch vielleicht noch ganz wichtig, es ist in Israel unvorstellbar, dass Klinik- und Pflegepersonal ungetestet ist, sondern die müssen die wenigen, es sind sehr wenige, die sich nicht haben impfen lassen, auf jeden Fall immer einen aktuellen Test vorweisen. Ebenso die Lehrer, die sich weigern, sich impfen zu lassen. Danke. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommen wir mal nach Sachsen zurück, nach diesem, finde ich auch trotzdem immer noch interessanten Einblick aus der Ferne. Professor Albrecht ist einer von unseren 3 Krankenhauskoordinatoren, der Rektor des Uniklinikum hier in Dresden. Und ich würde ihm gern das Wort geben, auch mit einem herzlichen Dank, dass er mit seinen Kolleginnen und Kollegen die vergangenen 18 Monate immer uns zur Seite stand. Ganz abgesehen davon, was da an Arbeit im Krankenhaus geliefert wird, haben Sie viel geholfen, haben viel koordiniert. Auch diese Verlegung, von der die Rede war, dass einzelne Krankenhäuser nicht überfordert waren. Und Sie sind maßgeblicher Ratgeber auch für die Entscheidung, die wir treffen, weil wir haben immer gesagt, die Situation in den Krankenhäusern ist das Maßgebliche und deswegen jetzt Ihr Bericht aus der Praxis. Ja, vielen Dank, Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Ich tue das gerne, ich tue das auch in Abstimmung und nach den vielen Gesprächen, auch heute erst wieder mit meinen vielen Kolleginnen und Kollegen, wir hier sitzen. Stehen die auf der Intensivstation, die Pflegekräfte machen gerade wieder 12-Stunden-Schichten, damit sie wirklich die adäquate Versorgung für unsere Patienten anbieten können. Das funktioniert. Ich kann mich da nur jeden Tag bedanken für diese hohe Loyalität, für diesen Einsatz und für das, was da geleistet wird. Auch im Übrigen im Namen aller 80 Krankenhäuser, rund 80 Krankenhäuser hier in Sachsen, bei aller sonstigen Konkurrenzsituationen, die wir natürlich mitunter auch haben, gibt es hier einen hohen Zusammenhalt, eine hohe Loyalität. Sie wissen, das habe ich vor 14 Tagen hier schon gesagt,
Wir haben diese drei Cluster. Wir versuchen eins, und darum sitzen wir hier überhaupt nur, dort so zu koordinieren, dass wir nicht die Bilder von Bergamo in Ostsachsen wiedersehen. Wir haben das damals im März, als wir das gesehen haben, in der Pressekonferenz damals, das ist für mich eine der wichtigsten Erlebnisse überhaupt gewesen, gesagt, das darf und soll hier nicht auftreten. Wir wollen nicht, dass Patienten sich auf den Parkplätzen der Krankenhäuser stauen oder am Ende Triage stattfindet in den Krankenhäusern, in den Notaufnahmen oder den Intensivstationen. Wer jetzt gerade erst geguckt hat, Salzburg, Österreich, in Südostbayern fängt es heute Abend auch an. Dort sind die ersten Überlegungen, es sind Triage-Situationen aufgetreten an den Krankenhäusern in Österreich und in Südostbayern. Das sind alles die Dinge, die wir hier nicht haben wollen. Nun, ich habe es vor 14 Tagen schon gesagt, die Fallzahlen explodieren. Sie folgen natürlich mit einer zeitlichen Verzögerung den Inzidenzen und den Infektionsraten. Das ist vollkommen klar. Wir haben Stand gestern Abend, die heutigen Zahlen sehen wir dann morgen in der Evaluation, 1.374 stationäre Nicht-Intensivstationspatienten in den sächsischen Krankenhäusern, die Covid wegen Covid eingewiesen wurden, und 303 Intensivpatienten, das sind in der Regel dann beatmete und schwerstkranke Patienten, und an den beiden Unikliniken auch noch Patienten, die extrakorporale Zirkulation brauchen. Also da steht eine Herz-Lungen-Maschine neben dem Bett, die die komplette Oxygenierung, die Sauerstoffversorgung der Patienten übernehmen muss. Das hatten wir vor 14 Tagen so in der Größenordnung vorhergesagt. Ich gebe zu, ich hatte Ende letzter Woche das Gefühl, nachdem unsere Prognosezahlen, Sie wissen, dass wir seit eineinhalb Jahren täglich eine 14-Tages-Prognose erstellen, da hatte ich das Gefühl, es kommt zu einem gewissen Hin und Her in den Prognosezahlen von einem Tag zum anderen. Ich war, weil ich ein grundsätzlich optimistischer Mensch bin, der gibt es erste Auswirkungen an den Patientenzahlen, obwohl es wirklich sehr früh gewesen wäre, und war ein bisschen euphorisch zerschlagen. Die Dynamik geht genau in der gleichen Größenordnung weiter. Wenn ich jetzt die Ein-Wochen- und Zwei-Wochen-Prognose mache, also in einer Woche werden wir 1.995 Covid-Patienten in den Krankenhäusern haben, plus 406 Intensivstationspatienten. Und noch mal eine Woche später dann 2.824 und 551. 551 schwerstbeatmete und Intensivstationspatienten. Da sind wir dann schlechter, als wir im Dezember letzten Jahres waren, wo wir ja in wirklich heroischen Aktionen kurz vor Weihnachten, 23. Dezember, 60 intensivpflichtige Patienten aus Sachsen in andere Bundesländer ausgeflogen haben. Das war echt eine gute Leistung, es war eine tolle Leistung, aber es hat A, diese Patienten natürlich zusätzlich gefährdet, und B, wir haben uns alle damals geschworen, nie wieder sollte es so eine Situation geben. Wenn ich jetzt auf unsere Prognosen schaue für die nächsten zwei Wochen, kann ich also ganz klar sagen, die Dynamik ist ungebremst, und wir alle, das ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, wissen, dass dieser Tanker eine wahnsinnig lange Bremsspur hat. Also wenn wir jetzt irgendwas unternehmen, was die Situation abrupt beenden würde, also es würde sich kein neuer infizieren, würde immer noch 14 Tage lang die Entwicklung so weiterlaufen. Das bedeutet, die Bremsspur ist endlos lang. Wir sind eigentlich nicht mehr in der Lage, und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, ich habe das heute in den Gesprächen mit Pflegekräften und Kollegen auch nochmal wieder hautnah erlebt. Es gibt eine große Erschöpfung, eine Müdigkeit, eine Demotivation, weil natürlich große Angst vorherrscht, dass wir genau in die Situation von letzten Weihnachten hineinlaufen und eigentlich erkennen müssen, dass mit all dem, was gemacht wurde bisher,
keine Abschwächung erkennbar ist. Ich muss das so klar und deutlich nochmal hier sagen. Wir können nicht erkennen, dass mit den zwei Dingen, die wir unternehmen können und überhaupt noch als Patronen haben, dass dort irgendwas passiert. Das eine ist die Impfung. Wir haben eine erschreckend niedrige Impfrate und Quote in Sachsen selbst. Ich habe seit vielen Wochen und Monaten viel unternommen, persönlich mich auch da sehr engagiert und viele auch sehr negative Erlebnisse gehabt dabei. Aber in der festen Überzeugung, wir müssen die Impfquoten steigern. Da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber diskutieren. Und wenn das nicht gelingt, bleibt nur noch die zweite Möglichkeit, und das ist, die Infektionschance zu senken, indem wir die Kontakte minimieren. Mehr gibt es nicht. Mehr kann man nicht machen. Naive Hoffnung auf ein Selbstaussterben des Virus ist unsinnig und darf nicht auch annähernd nachgedacht werden darüber. Also es bedeutet, wir haben mit der Impfung im Prinzip nicht das erreicht, was wir wollten. Natürlich müssen wir weitermachen, es gibt überhaupt keine Chance. Aber wir wissen auch, selbst wenn wir jetzt noch alle bewegen würden, die immer noch nicht geimpft sind, und das sind in Sachsen mindestens 1,5 Millionen Menschen, dann dauert es immer noch 2 bis 3 Wochen, bis da irgendein Effekt auftritt. Also es bleibt uns nichts anderes übrig, als an der anderen Schraube Kontaktbeschränkung zu drehen. Das ist passiert. Ich war froh nach der letzten Sitzung vor 14 Tagen, dass Sachsen wirklich als erstes Bundesland so in Konsequenz die 2G-Regelung umgesetzt hat, angegangen ist, ganz klar vor Augen, was da auf uns zurollt. Und wir müssen jetzt konstatieren an den Fallzahlen in den Krankenhäusern und den Inzidenzen, dass das bis jetzt nichts gebracht hat. Wir sehen keine Abschwächung, wir sehen nichts an den Inzidenzen und wir sehen auch nachfolgend natürlich an den Patientenzahlen. Insofern bleibt mir ehrlich gesagt nichts anderes übrig, genauso wie vor 14 Tagen schon. Und ich hatte auch danach noch viele Diskussionen, auch mit einigen von Ihnen, diesmal wieder ganz klar zu sagen und zu fordern, in Absprache und in voller Unterstützung mit meinen vielen Kolleginnen und Kollegen in den Häusern, in den Krankenhäusern, die hier um die Patienten kämpfen, dass ich Ihnen sagen muss, meine persönliche Empfehlung wäre, machen Sie jetzt, und zwar jetzt, einen totalen Lockdown für 14 Tage. Lassen Sie uns Luft holen, lassen Sie uns sehen, wie die Entwicklung der Fallzahlen dann sich abschwächen wird, und dann können wir wieder und immer noch rechtzeitig vor Weihnachten mit abgestuften Regelungen wieder zum normalen Leben zurückfinden. Ich habe da keinerlei Spaß daran und auch keine Lust dazu, wie alle, die hier sitzen. Aber ehrlicherweise ist mir das noch aus dem letzten Jahr so ein bisschen negativ in der Erinnerung, dass so eine Salamitaktik eher dann dazu führt, dass wir immer hinterherlaufen, dass wir hinterher agieren und am Ende nicht in der Lage sind, wirklich das aufzuhalten und abzuschwächen, weil das ist auch schon mehrfach gesagt worden, es kostet jeden Tag Tote, wenn wir das versäumen. Und lassen Sie mich noch einen Punkt sagen, abgestufte Regelungen, die dazu dienen, natürlich irgendeinen Kompromiss zu finden, normales Leben, normale wirtschaftliche Vorgänge und Pandemie können natürlich nur so gut sein, wie sie am Ende umgesetzt und am Ende auch kontrolliert werden. Ich muss ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich hier durch die Stadt gehe oder übers Land fahre oder in Gastronomien gehen oder sonstige Dinge erleben, muss ich Ihnen wirklich sagen, die Unvernunft ist immer noch so hoch, dass ich glaube, dass auf dem Papier stehende abgestufte Regelungen, die in sich logisch und vernünftig sind, am Ende bei der Nichtumsetzung natürlich uns wahnsinnig viel Zeit kosten. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Zeit
haben wir nicht mehr. Wir stehen im Prinzip jetzt schon mit dem Rücken an der Wand und haben eine lange, lange Phase der Reaktion dann vor uns. Insofern mein klarer Appell an Sie, wirklich möglichst klar, eindeutig und im Moment auch schmerzhaft hart etwas zu machen. Ich glaube, dass die Akzeptanz eher höher ist als in vielen abgestuften Varianten, wo sich immer irgendjemand nicht adäquat behandelt fühlt. Das wäre meine Darstellung, meine Forderung und auch das, was die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen genauso denken und sehen. Vielen Dank für die Möglichkeit, das hier noch einmal darzustellen. Vielen Dank, Herr Professor Albrecht, für die klaren Worte und auch die Situation, dass wir in der Tat auch durch Ihre Prognosetool jetzt genau an dem Punkt sind. Wir haben diese 50%. Wir wissen, dass wenn wir jetzt 14 Tage die Situation sehen, wir genau bei diesen 100% angekommen sind und wir nicht zulassen dürfen, dass in 14 Tagen es nochmal 14 Tage weitergeht. Deswegen jetzt ja auch die Diskussion und die Entscheidung dann spätestens übermorgen im Kabinett. Jetzt kommen wir ans Krankenbett mit Professor Lübbert, den Leiter des Bereichs Infektiologie und Tropenmedizin am Uniklinikum in Leipzig bzw. am St. Georg. Lieber Herr Professor Lübbert, schön, dass Sie Zeit haben für uns heute Abend. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich versuche mal nicht redundant zu werden und mich kurz zu fassen. Die Zeit schreitet voran. Alles Wichtige ist eigentlich schon gesagt worden. Lassen Sie mich als Infektiologe, als Kliniker, der am Ende überwiegend am Krankenbett wirklich steht, mal drei Punkte nochmal aufgreifen. Die Notlage, in der wir jetzt schon sind und die sich unweigerlich, selbst wenn es heute Nacht einen harten Lockdown à la Wuhan gäbe, weiter verschärfen wird für 2 Wochen. Die ist so, dass man den Leuten das nochmal ganz klar sagen muss, weil die Bevölkerung kennt das nicht. Es ist jetzt schon so und es wird sich verschärfen, wenn ich einen schweren Verkehrsunfall unverschuldet habe, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme, einen Schlaganfall oder eine andere komplexe, schwere, akute Erkrankung erleide, ist wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht mehr sicher, dass ich angemessen wohnortnah versorgt werden kann. Und das kennt die Bevölkerung nicht. Und das hätten wir eigentlich alle verhindern können, indem wir beim Impfen besser mitgemacht hätten, weil das das Entscheidende ist. Also ich glaube, das muss man den Leuten sehr klar sagen. Das Zweite ist, ja, das Impfen ist ganz, ganz wichtig, aber die 4. Welle brechen wir ja nicht durchs Impfen, sondern es muss wirklich jetzt schnell ein kluges Maßnahmenbündel implementiert werden. Und das wird unter anderem sehr, sehr unpopuläre, harte, kontaktbeschränkende Maßnahmen bis hin zu einem, Professor Albrecht sprach das ja schon gerade an, schnellen, harten Lockdown über 2 Wochen oder sogar länger beinhalten. Auch das ist wichtig. Sonst kriegen wir die Lage nicht in den Griff. Und das Dritte ist, wir brauchen ja ein Ziel. Und das würde ich nochmal als Infektiologe so formulieren. Das Ziel muss ja sein, dass wir das Infektionsgeschehen nachhaltig kontrollieren können. Das können wir erst, wenn mindestens 90% der Bevölkerung Immunität gegen dieses Virus aufweisen. Am besten durch Impfung oder durch Infektion oder eine Mischung. Und wir wissen, durch Impfung bekomme ich die robuste Immunität erst nach mindestens 3 Impfungen. Da muss man auch noch am Ball bleiben. Und wenn ich mich infiziere, das ist bei den Menschen auch noch nicht so klar. Wenn ich Corona hatte, ja, dann bin ich ein paar Monate geschützt vor einer Reinfektion. Aber wenn ich dauerhaft geschützt werden will und zur Gemeinschaftsimmunität beitragen will und diesen Wert von 90% plus X erreichen will, dann brauche ich auch eine Impfung oder ich muss mich halt reinfizieren. Also das muss das Ziel sein. Das heißt also, zu dieser Zahl, die ein normales Leben in Deutschland ermöglichen wird, kommen wir vor allen Dingen durch das Impfen ohne den größten Kollateralschaden. Und ich sehe mit großer Sorge, und wir haben ja gesagt, heute ist ein Abend der Wahrheit. Alles raus, was wahr ist. Ja?
sehe mit großer Sorge, dass wir in diesem wunderschönen Land Sachsen, ich bewundere Sachsen, eines der schönsten Länder in Europa oder Bundesländer, ja, haben wir Landkreise, in denen sind bis heute nicht mal 50% der Bevölkerung geimpft. Und wir haben dort sehr lautstarke Menschen, eine Minderheit, die aber viele Menschen, die unsicher sind, nennenswert beeinflussen, falsche Entscheidungen herbeizuführen. Die machen nicht mehr mit. Die sind staatsverdrossen, die sind regierungskritisch, die sind einfach nur bockig. Ja, die wissen manchmal gar nicht, warum sie bockig sind. Aber wenn sie sich nicht impfen lassen und wenn sie auch gegen Maßnahmen sind, die der Staat ergreifen muss, um die Bevölkerung zu schützen, wir sind jetzt gerade wieder so weit, die verhalten sich wirklich aktiv unsolidarisch, die verhalten sich zum Teil aktiv unsozial und die verhalten sich zum Teil auch aktiv asozial. Und wir müssen diese Menschen einhegen, weil ansonsten werden wir in Sachsen niemals in diese Impfquotenbereiche kommen, die wir brauchen, um wenigstens im nächsten Jahr Ruhe reinzukriegen. Noch ganz kurz zur Impfung. Professor Zichotek und Professor Wieler haben ja eigentlich alles gesagt. Ich möchte mal lobend erwähnen, wenn Sie auf die Internetseiten des Robert-Koch-Institutes gehen, des Paul-Ehrlich-Institutes, des Sächsischen Sozialministeriums oder des Bundesgesundheitsministeriums, Sie finden alle Informationen und Dokumente als Bürgerinnen und Bürger, die Sie brauchen, transparent und allgemeinverständlich aufbereitet. Es ist manchmal schwierig, in dem Wirrwarr an so vielen Informationen bestimmte Dinge zu finden. Aber wenn Menschen sagen, ich kann mich nirgendwo informieren und ich erfahre die Wahrheit nur in meiner WhatsApp-Gruppe oder bei Telegram, das stimmt nicht. Ja, wir sind auf jeden Fall da sehr gut geworden. Man kann sich informieren. Beim Impfen ist noch eines wichtig. Es gibt eigentlich im Moment nur eine Möglichkeit, beim Impfen voranzukommen. Wir müssen mit BioNTech Pfizer, das ist unser Impfstoff hier in Deutschland vor allen Dingen, impfen. Und dem können wir ja auch trauen. Der ist sicher, wirksam und die Nebenwirkungen sind sehr, sehr selten. Die Hoffnung, die manche Menschen haben, jetzt kommen doch bald diese neuen Totimpfstoffe, Valneva, also ein klassischer Totimpfstoff, wo ein inaktiviertes Virus drin ist mit Wirkverstärkern, oder Novavax aus Amerika, ein eiweißbasierter Impfstoff. Die werden wir frühestens im ersten Quartal 2022 bekommen. Bei Novavax sieht es ziemlich gut aus, aber Valneva, glaube ich, könnte noch sich hinziehen. Und die sind wahrscheinlich auch nicht so wirksam wie diese mRNA-Impfstoffe. Und die helfen uns jetzt nicht durch Warten. Also das, was da ist, das, was zugelassen ist, das, was sicher ist, das muss jetzt verimpft werden. Und ich stimme Professor Wieler vollkommen zu. Der beste Booster im Ausrollen des Impfprogrammes wären die Apotheken. Wäre sehr dafür. Und vielleicht können Sie das auch in die MPK mitnehmen, Herr Kretschmer, am Donnerstag, dass man schnell die Apotheken des Landes ertüchtigt, am Impfprogramm teilzunehmen. Impfdurchbrüche wird auch immer falsch dargestellt. Klar, wir sehen jetzt, dass die, die vor 8, 9, 10 Monaten geimpft wurden, die noch nicht geboostert sind, durchaus wieder krank werden und sie landen auf den Normalstationen. Das macht inzwischen 30, 40, 50% der Fälle aus. Aber Gott sei Dank ist es eine ganz, ganz kleine Minderheit auf der Intensivstation. Auch diese Botschaft, sie wird ja interpretiert von manchen Menschen, ist wichtig. Die Impfung schützt vor allen Dingen vor dem schweren Verlauf und dem Tod zu 80, 90%. Und wenn ich jetzt boostere, steigt das sogar nochmal an. Letzter Punkt. Warum ist die Prävention immer noch so wahnsinnig wichtig? Ja, das ist so wichtig, weil ich so schlecht therapieren kann. Die Menschen auf der Intensivstation sterben mit allen therapeutisch verfügbaren Möglichkeiten statistisch immer noch zu 30%. Und wir lagen ja im vergangenen Jahr sogar bei über 50%. Und auch auf den Normalstationen ist die Sterblichkeit etwa 15%, trotz aller Fortschritte, die wir gemacht haben. Und auch hier ist es so, Medikamente, die in Tablettenform verhindern können, dass die Frühphase der Infektion, wenn sie erkannt wird, unweigerlich in eine schwere krankenhauspflichtige oder sogar schwer oder tödlich verlaufende Covid-Erkrankung übergeht, die haben wir derzeit nur in Form der Antikörper, die intravenös verabreicht werden müssen.
Vor allen Dingen eigentlich müssten in der Hausarztpraxis, was logistisch ganz schwierig ist in Deutschland. Das heißt also, wir brauchen Tabletten und da sind tolle Kandidaten am Horizont und die werden wir auch hoffentlich in der Zulassung erleben, aber erst im kommenden Jahr. Auch das hilft jetzt nicht in der vierten Welle. Und am Ende bleibt uns wirklich nur, wir verdünnen das Blut von Covid-Patienten, wir fangen überschießende Immunreaktionen mit Cortisonpräparaten ein. Wir können ein schwach wirksames antivirales Medikament in der Frühphase der Erkrankung einsetzen, das Remdesivir. Es verkürzt vielleicht die Krankenhausbehandlung. Es hat keinen Einfluss auf die Sterblichkeit leider. Und das war es im Wesentlichen. Ja. Also die Prävention und am Ende ist es natürlich wirklich immer wieder das Impfen, ist so wahnsinnig wichtig. Der letzte Satz, wenn ich mal für mein Team hier sprechen kann, die auch immer noch hochmotiviert sich jetzt in die vierte Welle stürzen, obwohl sie kaum noch können, ist die Nachricht, liebe Leute, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir hier im Gesundheitswesen, München zum Beispiel, ist ja noch schlimmer dran als ihr in Sachsen. Wir werden auch bald wie in München schwimmen. Wir im Gesundheitswesen, wir können jetzt nicht mehr. Leute, werdet endlich vernünftig. Macht mit und werdet vernünftig. Und es ist besser, vernünftig zu sein aus eigenem Antrieb. Man kann zur Vernunft eigentlich nicht gezwungen werden. Und ich befürchte, Herr Kretschmer, wir werden die Impfpflicht brauchen für alle. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Lübbert, auch für den Beitrag und die lange Unterstützung über die vergangenen Monate. Ich hoffe, dass wir uns beide jetzt auch bald wiedersehen in Leipzig. Wir haben mit Professor Schön aus Pirna und dem Kollegen Linke, Chefarzt der Anästhesie in Bautzen, noch zwei Kollegen aus den kleineren Krankenhäusern. Ich würde beide bitten, auch in kurz und prägnant nochmal die Situation zu schildern. Ich meine, Sächsische Schweiz, wir haben uns erst vor wenigen Tagen gesehen, Bautzen haben telefoniert. Das ist dort schon auch in einer besonderen Weise dramatisch, aber ich finde, man muss es hier auch mal hören, weil es ja auch die Regionen sind, von der die Rede war, wo die Impfquote sehr niedrig ist. Und wo immer Folgendes passiert, wenn man in die Krankenhäuser geht und mit den Menschen spricht, mit den Beschäftigten, hört man immer die gleiche Geschichte. Wenn wir rausgehen, mit unseren Freunden und Bekannten reden, dann fragen die, stimmt das denn überhaupt, was da alles gesagt wird? Gibt es dieses Corona überhaupt? Es sind Angehörige, die ihre Angehörigen besuchen kommen, die dann sagen, ja, war das wirklich Corona? Sagen Sie uns mal die Wahrheit. Also wirklich auch furchtbare, deprimierende Erlebnisse, die auch an den Nerven zerren. Und ich freue mich, dass Sie beide Zeit haben, damit das auch mal hier ausgesprochen wird und damit Sie auch mal wissen, wir sehen das, was auch in den kleinen Krankenhäusern jeden Tag geleistet wird. Lieber Professor Schön, Sie haben das Wort. Dann haben wir auch noch mehr davon. Sie sind stumm. Sie sind ein bisschen stumm geschaltet. Jetzt ist besser. Ich hoffe, das ist gut. Ja, Herr Ministerpräsident, herzlichen Dank für die Einladung und an der Stelle auch mein herzlicher Dank und Dank des Teams, dass Sie uns letzte Woche vor Ort mal besucht haben und die Corona-Situation live und in Farbe aus einem Ihrer sächsischen Hotspots sich haben schildern lassen. Ich möchte so ein paar ganz pragmatische Aspekte aus dem Blick des Kardiologen. Ich bin kein Infektiologe, kein Virologe, kein Epidemiologe, sondern ich wurde just zum Beginn der Corona-Pandemie hier zum ärztlichen Direktor auserkoren und bin von Hause aus Kardiologe darf mich mit dieser Situation befassen. Warum haben wir hier in Sachsen und in der Südspange Sachsens so ein betontes Problem? Und ich denke, ein Aspekt ist, dass wir einen Risikofaktor haben, den wir gar nicht verändern können. Das ist das recht hohe Durchschnittsalter in den Landkreisen, im Erzgebirge, im Vogtland, in der Sächsischen Schweiz. Da können wir nichts dran machen. Wir sind bei knapp 48, 49 Jahren im Durchschnittsalter. Aber wir haben halt auch diesen unsäglichen Risikofaktor, dass wir eine sehr niedrige Impfquote haben. Und halt diese Kombination aus beidem macht halt eine Inzidenz von 1.800 in 7 Tage in der Gruppe der Ungeimpften. Und das ist etwas, was uns jeden Tag aufs Neue in der Klinik vor große Aufgaben letztendlich stellt. Und was wir alle wissen und auch sehr eindrücklich jetzt geschildert bekommen haben,
dass wir einen Bremsweg haben, der lange ist und Aspekte, die heute passieren und heute in den Statistiken auftauchen, wir in den nächsten 2 Wochen gar nicht mehr beeinflussen können. Ich möchte Sie mit ein paar Zahlen konfrontieren. Wir hatten gestern erstmal den Höchststand, der ist heute ein bisschen weniger als gestern. Das ist sicher keine Trendwende, sondern nur eine kleine Zäsur von 66 Covid-positiven Fällen im Haus. Wir hatten letztes Jahr im Dezember den Höchststand von 84 positiven Covid-Fällen im Haus. Wir haben eine durchschnittliche Verweildauer von Covid-Patienten bei etwa 12,4 Tagen. Das ist doppelt so lang, wie der normale Patient in unserem Klinikum liegt. Das heißt, die hohe Zahl an Patienten, mit der wir konfrontiert sind, die liegt auch doppelt so lang wie normale Patienten, was die Kliniken vor große Aufgaben stellt. Wir haben geimpfte Patienten, die krank sind, die liegen in aller Regel auf der Normalstation. Wir haben eine Gruppe an ungeimpften Patienten, die durchweg den schlechteren Verlauf haben. Wir haben auch geimpfte Patienten, die einen schlechten Verlauf haben. Das sind in aller Regel betagte Patienten mit mehreren schwerwiegenden Vorerkrankungen, deren Impfung, weil sie damals in der Prio-Gruppe 1 waren, im Januar oder Februar erfolgte. Die haben jetzt keinen Impfschutz mehr. Das heißt, dass die Impfung nicht wirkt, ist definitiv nicht korrekt. Wir haben Impfdurchbrüche, weil die Impfung in dieser Patientengruppe schlichtweg nicht mehr wirkt und diese Patienten noch nicht geboostert sind. Und wir hatten es, als Sie hier waren, Herr Ministerpräsident, auch schon mal besprochen, dass wir im Prinzip 2 Probleme bei den Impfungen haben. Auf der einen Seite die Impfungen, die Booster-Impfung betrifft. Also dort ist die Allianz der Willigen und die reihen sich gerade in Schlangen vor unterschiedlichen Impfzentren und Praxen, dort wo geimpft wird, hintereinander. Und das ist auch schwer erträglich, auch für diejenigen, die dort händeringend bei uns anrufen und sagen, könnt ihr uns mitimpfen, könnt ihr am Klinikum Boosterimpfungen vornehmen. Ich glaube, da müssen wir ganz dringend, und die Ministerin Köpping hat es gesagt, dort Abhilfe schaffen, dass die, die sich impfen lassen wollen und auch ihren Teil zur Eindämmung der Pandemie beitragen, schnell durchgeimpft bekommen mit einer dritten Impfung. Das ist wichtig. Schlangenbildung ist dort inakzeptabel. Wir hatten lange genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und wir spielen da auch gern als Krankenhaus unsere Rolle mit. Wir haben auch nicht nur Corona-Patienten, sondern auch Patienten, die mit Herzinfarkt bei uns sind, die mit urologischen Thematiken bei uns sind, die ungeimpft sind. Die können wir im Krankenhaus impfen. Die haben wir hier. Wir brauchen aber sozusagen die Freigabe, dass wir diese Patienten auch impfen dürfen. Zahnärzte mit ins Boot holen, Apotheker mit ins Boot holen, wie das angesprochen ist, um diese Allianz der Impfwilligen, die geboostert werden wollen, schnell abzuarbeiten. Ein weiteres Problem in den Krankenhäusern ist, das wird bei Professor Albrecht am Uniklinikum nicht anders sein als in den kleineren Kliniken. Wir haben nicht mehr als Nadelöhr die Limitation durch fehlende Beatmungsmaschinen, was durchaus im letzten Winter noch eine Sorge war. Was uns viel mehr limitiert, ist das fehlende Pflegepersonal. Die sind entweder selbst krank, haben gekündigt, schaffen es nicht, noch eine weitere Welle der Pandemie mit durchzustehen und haben sich alternative Tätigkeitsfelder gesucht. An die kommen wir kurzfristig nicht ran. Was uns ein Problem macht, sind Quarantäneregelungen, die das Pflegepersonal mit betrifft, wenn Schulen zumachen, wenn Kindertagesstätte zumachen, wenn die Eltern, und es ist ein junges Patienten und Personenkollektiv, die das dann betrifft. Krankenschwestern und Krankenpfleger auf der Intensivstation bleiben zu Hause, weil die Schule die Kita zumacht. Und wir haben das Problem in der Patientenversorgung. Wir haben gesperrte Intensivstationsbetten. Da steht eine Beatmungsmaschine daneben. Das Bett ist frisch gemacht. Da könnte ein Patient rein, aber wir brauchen eine Pflegekraft dazu. Und das ist etwas, was sich wahrscheinlich auch wie ein roter Faden durchzieht. Das heißt, eine Regelung zu finden, wie wir Quarantäneregelungen abfedern können, die Pflegepersonal und Kritisberufe betrifft, wäre uns ein Anliegen. Ob das eine Notbetreuung ist oder
andere Maßnahmen. Es sollte nicht dazu führen, dass die 40 kleinen Sachsen, die vorher in der Kita waren, jetzt zu 40 anschließend in der Notbetreuung sind. Das wäre nicht sinnvoll. Aber eine Regelung zu finden, wie wir das Personal, was wir jetzt am meisten brauchen, und das ist Intensivstationspersonal und auch Pflegepersonal auf Normalstationen, von der Quarantäne-Regelung, die die Kinder primär betrifft, wieder frei zu bekommen. Ich möchte hier eine Lanze für Professor Albrecht und sein Team treffen, der das Cluster Dresden und die ostsächsische Scholle zusammenhält. Wir wären als Kliniken in diesen Hotspots nicht in der Lage, das allein zu stemmen. Es findet ein täglicher Austausch mit der Corona-Leitstelle, der Krankenhauskoordinierungsleitstelle vom Team in Dresden um Professor Albrecht statt. Und das funktionierte im letzten Jahr gut. Und die Herkulesaufgabe dort, die Kliniken zu koordinieren und bei Laune und bei der gemeinsamen Solidarität zu halten, funktioniert wirklich gut. Was wir in der Notfallambulanz häufig sehen, und das würde ich gern Herrn Professor, Herrn Bodendieck und vielleicht ist auch Herr Dr. Heckemann von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen da. Wir haben häufig Patienten in unserer Notfallambulanz, die sagen, wir sind nicht geimpft, weil der Hausarzt sagte oder der betreuende Internist sagte, Sie sind zu alt, Sie sind zu krank, warten Sie mal noch mit der Impfung. Ob das tatsächlich so ist, ist schwer nachzuvollziehen. Wenn man die Hausärzte dann kontaktiert und Hausärztinnen kontaktiert, dann wird es in aller Regel nicht so gesehen. Und ich glaube da natürlich auch eher meiner Kolleginnen und meinen Kollegen. Aber ich glaube, da besteht Schulungsbedarf. Und vielleicht müssen wir dort auch nochmal offensiv von der KVS und von der Sächsischen Landesärztekammer aus etwas Licht ins Dunkel an der einen oder anderen Stelle bringen. Gerade als Kardiologe bin ich häufig auch konfrontiert mit Anfragen von Kolleginnen und Kollegen. Der Patient ist unter einer antithrombozytären Therapie. Das ist ein simples Aspirin, nachdem ein Stent in die Koronararterie gesetzt wurde. Das ist eine Blutverdünnung, eine recht harmlose Blutverdünnung. Da kann ich den Patienten darunter impfen? Das sind aber Kollegen, die rufen mich noch an. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kollegen einfach sagen, da impfe ich nicht, weil ich möchte den Patienten sozusagen keine intramuskuläre Injektion geben. Patienten mit Herzklappen, Patienten mit Vorhofflimmern haben darüber hinaus noch eine stärkere Blutverdünnung mit Vitamin-K-Antagonisten, neuen oralen Antikoagulantien in unserer alten Patientengruppe in Ostsachsen. Ist das ein signifikanter Anteil an Personen und die lassen sich nicht impfen oder die werden nicht geimpft vom Hausarzt, wie auch immer, weil sie der Meinung sind, unter einer Blutverdünnung darf man nicht impfen. Das ist falsch und dort müssen wir aufklären. Und die Anzahl der Fragen, die uns dazu ereilt, spricht Bände. Dort gibt es Aufklärungsbedarf. Und ich denke, da ist primär die Sächsische Landesärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen. Und wir stehen da auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, um dort Unsicherheit auch bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen abzumildern. Wenn die Patienten erstmal hier sind, die kriegt man in die Ungeimpften. Da gibt es ganz wenige, die dann darauf beharren, ich möchte nicht geimpft werden. Wir können aber halt nur sagen, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, Sie sind jetzt überzeugt, lassen Sie sich dort impfen, weil wir können nicht selbst impfen, wir können nur unser eigenes Personal impfen. Insofern ist das eine wichtige Sache. Und weil vorhin, und es betrifft mich primär als Kardiologen, die Myokarditis erwähnt wurde, die Herzmuskelentzündung, die ist in der Tat in ganz seltenen Fällen nach einer mRNA-Impfung beschrieben. Aber wie Herr Meyer-Hermann sagte, wir haben nicht die Wahl zwischen einer Covid-Impfung und keiner Covid-Impfung. Wir haben die Wahl zwischen einer Covid-Impfung oder einer Covid-Infektion. Und die Myokarditis, die Herzmuskelentzündung, ist unter einer Covid-Infektion deutlich höher als unter einer Covid-Impfung. Das heißt, wer Angst vor einer Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung nach einer Impfung hat, muss eine deutlich höhere Angst vor einer Herzmuskelentzündung durch eine Covid-Infektion haben. Das ist ganz wichtig, dass man das den Patientinnen und Patienten vermittelt. Und wir haben gesagt, wir wollen auch unbequeme Wahrheiten ansprechen. Und zur Wahrheit zählt auch, dass Sachsen das Bundesland ist, was in der letzten Welle
die meisten Menschen verloren hat. Wir haben 10.500 Tote zu beklagen im Kontext mit der Corona-Infektion. Wir haben in Sachsen statistisch eine deutliche Übersterblichkeit in den Jahresvergleichen im letzten Jahr. Und wir kommen auf etwa 10.500 Patienten, die verstorben sind. Mehr als sonst in Zusammenhang mit Covid-19. Und wir hatten in Sachsen die Situation, dass Kliniken Kühlcontainer aufgestellt hatten. Wir hatten in Sachsen die Situation, dass Krematorien sagten, wir können die Patienten ihnen nicht abnehmen. Wir hatten Bestatter, die sagten, wir können die Patienten bei ihnen nicht abholen. Wir mussten uns als Kliniken mit dem Bestattungswesen in Sachsen befassen. Wer darf Patienten überhaupt transportieren? Wo können wir die hinbringen, wenn die Kühlräume eines Klinikums voll sind, wenn die nächsten Patienten gestorben sind? Das war teilweise so, dass wir große Sorge um die Pietät, die in solchen Momenten geboten ist, hatten. Und zur Wahrheit zählt auch, wir kennen den Bremsweg, wir kennen die Steilheit der Zahlen, dass wir uns auch mit dieser Logistik frühzeitig werden befassen müssen. Das war jetzt ein ganz kurzer Ritt von der Prophylaxe von Covid-19 durch Impfung bis hin zur Logistik des Bestattungswesens. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Schön, vielen Dank. Und ich würde ohne kurze Vorrede, Herr Linke aus Bautzen, Sie haben selbst Corona gehabt, Sie haben es glücklicherweise überlebt und jetzt stehen Sie wieder am Bett und kämpfen. Wie ist die Lage? Einen wunderschönen Abend allen Teilnehmenden. Nun muss ich mit mir selber anfangen. Ich habe tatsächlich seit dem Jahreswechsel 2021 eine schwere Covid-Infektion gehabt. Ich arbeite ja hier auf der Intensivstation in Bautzen, die nur Covid-Patienten auch jetzt wieder betreut. Und die Infektion hat sich bei mir dann so fortgesetzt, dass ich von meinen eigenen Kollegen in Bautzen behandelt werden musste im Krankenhaus und dann eine Woche in Dresden in der Uniklinik, in der anästhesiologischen ITS, dort non-invasiv beatmet werden musste und danach noch in der Pulmonologie war. Herr Professor Albrecht, sagen Sie bitte allen vielen Dank für die Betreuung in diesen 3 Wochen, die mein Überleben gesichert hat. Ich wusste, worum es geht, wenn ich wache Momente hatte. Ich wusste, was noch kommen kann. Und ich war im Anschluss dann auch zur Reha und bin ab Mai wieder dann richtig selber berufstätig gewesen und bin auch jetzt nur wieder auf der Corona-Intensivstation. Als Anästhesist bleibt mir hier gar nichts anderes übrig. Das vielleicht ein bisschen der emotionale Einstieg, das wollte ich eigentlich eher bloß zum Schluss sagen. Aber bei uns wiederholt sich jetzt wie ein Déjà-vu das Gleiche, was wir letztes Jahr um die gleiche Zeit auch hatten. Nur, dass es sich um möglicherweise noch höhere Zahlen handelt und handeln wird. Unsere Station ist, wie gesagt, schon eine ganze Reihe von Tagen reine Covid-Station. Alle Nicht-Covid-Patienten, die wir noch als Notfallpatienten operieren müssen, die müssen auf die internistische Intensivstation, die dann natürlich wieder keinen Platz für ihre Herzinfarktpatienten haben. Das ist ein großes Problem, nicht nur für die Betreuung der Covid-Patienten. Es leiden auch möglicherweise Non-Covid-Patienten mit den üblichen notfallmäßig zu versorgenden schweren Erkrankungen. Das wird in anderen Kliniken ähnlich sein. Es ist ein großes Problem, dass wir zeitgerecht die ganze Tumorchirurgie gewährleisten können in den OP-Sälen. Von 7 Sälen haben wir jetzt auf 4 und werden am Ende der Woche auf 3 Säle zurückgehen, die wir noch betreiben können. Unter anderem auch deswegen, weil wir Pflegepersonal aus der Anästhesie und aus dem OP-Bereich dann freisetzen können für unsere ITS-Betreuung, weil wir, sagen wir mal, personell auch schlecht aufgestellt sind. Das ist hier mehrfach schon gesagt worden. Wir können von heute auf morgen kein zusätzliches Personal akquirieren. Also bleibt uns nur die Einschränkung des OP-Betriebes, um die geeigneten Pflegekräfte freizusetzen für die Arbeit bei uns auf der Station, damit wir dort auch alle Betten dann entsprechend betreuen können. Es ist in der Zeit gegenüber dem letzten Jahr tatsächlich, wurde auch schon gesagt, kein Problem, sagen wir mal, fehlender Medizintechnik oder auch fehlender Materialien oder Medikamente oder so. Das ist ein ausschließliches Personalproblem.
Auch organisatorisch sind wir eigentlich besser aufgestellt als voriges Jahr. Es hat sich vieles auch wiederholt. Wir konnten auch praktisch in die Schublade vom letzten Jahr greifen, was die Zusammenlegung von Stationen betrifft, dass wir reine Covid auch Normalstationen aufmachen konnten. Immer verbunden mit hohem Leidensdruck auch für die Kollegen in der Inneren und die Kollegen in der Chirurgie, Urologie und so weiter, weil die natürlich in ihrem ganzen Arbeitsaufwand erheblich eingeschränkt sind. Nicht nur die OP-Kapazität geht zurück, also auch die Bettenzahlen gehen zurück. Es ist wirklich ein schwerer Job auch für diese Kollegen, die also nicht Covid-Patienten zu behandeln haben. Also bei uns ist es die gewohnte Arbeit wieder losgegangen. Man sieht es ja auf den Bildern auch, Patient in Bauchlage. Das geht ganz schnell, dass Patienten dann intubationspflichtig werden und meistens in der Folge dann auch in so einer Lagerung verbracht werden müssen. Und dass dann auch trotzdem eine lange Zeit vergeht, in der dann hoffentlich die Lungenfunktion des Patienten durch diese Maßnahmen wieder stabilisierbar ist. Das heißt noch nicht, dass wir ihn von der Beatmungsmaschine abkriegen, sondern das heißt nur einfach, dass wir ausreichende Blutgase erreichen, um überhaupt das Überleben für den Moment zu sichern. Das geht, ist dann ein langer Weg bei uns auf der ITS oder möglicherweise auch in einer anderen Einrichtung, der Weg der Entwöhnung solcher langzeitbeatmeter Patienten. Und da sind also auch alle Folgeeinrichtungen, wo wir früher immer auch zur Entwöhnung Patienten verlegt haben, mittlerweile schon wieder überlastet. Also ich kann noch ganz viel hier von der Basis berichten. Das Ganze wird die Laune der Truppe hier nicht verbessern, weil alles sehr eingeschränkt ist und wir also kaum hinkommen, um sowohl die Covid-Patienten adäquat zu versorgen, als auch für alle Patienten, die Covid haben oder nicht, die Notfallversorgung und die dringlichen Eingriffe zu gewährleisten, die hier in der Region bei uns anfallen. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Zahlen sind genug gesagt worden. Wir erleben ja hier dann wirklich jeden Tag im Krankenhaus, wie das sich dann umsetzt in der Peripherie. Im letzten Jahr konnten wir, weil wir völlig überfüllt waren, dann auch noch relativ viel Patienten in die Uniklinik nach Dresden verlegen. Ich sage mal, weil das Glück voriges Jahr war, dass wir zwar extrem überlastet waren, die Inzidenzen hier in dem ländlichen Raum so groß waren, aber warum auch immer in Leipzig und Dresden die Inzidenzen niedrig waren. Und ich nehme an, dass deswegen auch entsprechend Kapazitäten in Dresden waren. Ich möchte mich aber ausdrücklich nochmal auch bei Professor Albrecht bedanken für dies kollegiale und unkomplizierte Zusammenarbeiten, was wir das letzte Jahr hatten und was ich denke, dass wir es dieses Jahr auch wieder brauchen werden. Inke, vielen Dank. Und jetzt ist es mehr als eine Stunde, sind zwei Stunden geworden, aber es macht überhaupt nichts. Ich finde, jeder Beitrag für sich war wichtig zu hören. Und ich würde jetzt mal in die Diskussion ein bisschen einsteigen. Der Erste, der sich gemeldet hat, schon vor einer ganzen Weile, war Herr Polko. Das ist der Vizepräsident des Handelsverbandes hier im Freistaat Sachsen. Herr Polko, bitte. Lieber Herr Ministerpräsident Kretschmer, liebe anwesende Ministerinnen und Minister, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung in die Runde und meine Vorstellung. Ich spreche heute als Mitglied im Handelsverband Sachsen und als Center Manager der Altmark Galerie Dresden. Vorab möchte ich meinen höchsten Respekt allen Menschen im Gesundheitswesen aussprechen und die entsprechenden klaren Worte, die wir in den ersten zwei Stunden gehört haben. Ich bringe 15 Jahre Einzelhandels- und Center-Manager-Erfahrung in die Runde und darf Ihnen die aktuelle Situation im sächsischen Einzelhandel skizzieren. Nach gut anderthalb Jahren Pandemie steht der stationäre Einzelhandel in Sachsen nach wie vor unter großem Druck. Nach mehreren Lockdowns, darauf folgenden Restarts, Rettungsmaßnahmen durch Staat und auch Vermieter, Einsatz von viel Kreativität der Händler, um die Krise überhaupt zu überleben, insgesamt geringeren Frequenzen, einem auch schon vor Corona immer stärker werdenden E-Commerce und einer immer schwierigeren Personalsituation in vielen Geschäften, soll nun möglicherweise zum zweiten Mal das immens wichtige Weihnachtsgeschäft stark eingeschränkt sein. Folgende Fakten stehen auf unserer Seite.
zahlreiche Studien belegen, dass der Einzelhandel kein Pandemietreiber ist, weder für Kunden noch für Mitarbeiter. Dies belegen zum Beispiel Studien vom RKI und der TU Berlin aus dem ersten Quartal 2021 sowie aktuelle Auswertungen auch aus der Luca-App. Wir haben funktionierende und zertifizierte Präventions- und Hygienekonzepte, die von Mitarbeitern und Kunden nahezu zu 100% eingehalten werden. Dabei sind wir im Vergleich zu vielen anderen Branchen absolut gläsern und Hygienekonzepte können jederzeit unproblematisch kontrolliert werden. Zudem führt die soziale Kontrolle dazu, dass sich die allermeisten Menschen im öffentlichen Raum an Corona-Regeln halten. Ein letzter wesentlicher Punkt: Wir unterstützen seit Monaten massiv die privatwirtschaftliche Kampagne Leben statt Lockdown in unseren Centern. Zusammen mit dem DRK Sachsen fanden in unseren 7 sächsischen ECE-Centern und dem einen MEC-Objekt in Hoyerswerda in den letzten 3 Monaten über 25.000 Impfungen statt. Übrigens ca. 8.000 davon im gerade angesprochenen Landkreis Bautzen. Zahlreiche weitere Impftermine für die nächsten Wochen stehen bereits fest und aktuell laufen weiterführende Gespräche mit Herrn Unger und Herrn Kranich vom DRK zur Ausweitung. Auch unsere Apotheke in der Altmarktgalerie plant in den nächsten Tagen Impfangebote für die Mitarbeiter des Centers und perspektivisch auch für Kunden. Also die Bereitschaft bei uns im Handel, das Thema Impfen zu unterstützen, war in den letzten Wochen schon extrem da und wird es auch in den nächsten Wochen. Also da können wir maximale Unterstützung zusichern. Welche Argumente sprechen in der gegenwärtig äußerst schwierigen Corona-Situation denn gegen uns? Ganz klar, es geht um Kontaktreduktion und im Einzelhandel finden viele Kontakte statt. Diese Aussage kann ich nur zustimmen, aber 80% aller Kontakte finden im Lebensmittelhandel, in Drogerien, Apotheken und so weiter statt. Also Bereichen, für die es auch weiterhin keine Einschränkung geben soll. Für 20% Kontaktreduzierung würden also zum wiederholten Male 50% der Einzelhändler zumindest stark in ihrer Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt. Und soll es nicht um die Reduzierung von unsicheren Kontakten gehen? Im Einzelhandel finden mit Abstand einer akzeptierten Maskenpflicht, zumeist modernen Lüftungsanlagen und Desinfektionsmöglichkeiten in jedem Shop und den Malls der Center sichere Kontakte statt. Nach 1,5 Jahren Pandemie ist nicht ein einziges Superspreading-Event im Einzelhandel bekannt. Als nachgelagertes Argument höre ich dann oft, dass es gar nicht um die Begegnung im Einzelhandel, sondern um die Kontakte davor oder danach auf dem Parkplatz oder in Bus und Bahn geht. Auch hier befinden wir uns allerdings nach wie vor im öffentlichen Raum, wo Regelungen größtenteils befolgt und auch erst kürzlich verschärft wurden. Ich stelle mir vielmehr die Frage, ob bereits durch bestehende Beschränkungen wie 2G in der Gastronomie, weitere Beschränkungen wie 2G jetzt möglicherweise im Einzelhandel oder drohende Absagen von Weihnachtsmärkten wirklich Kontakte reduziert werden oder ob sie sich stattdessen noch mehr in den privaten Raum verlagern, der kaum bis gar nicht zu kontrollieren ist. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz skizzieren, was 2G im sächsischen Einzelhandel bedeuten würde. Umsatzrückgänge in den nächsten Wochen von 30-40%. Wir sehen das seit 1,5 Wochen leider schon in der Gastronomie. Zahlen, bei denen viele Händler und Gastronomen durchs Raster bei der Überbrückungshilfe 3 fallen würden. Weiteres Abwandern von größeren Kundengruppen in Richtung Online-Shopping und zudem würde es wieder Einkaufstourismus in Nachbarbundesländern geben, wenn morgen bei der MPK kein gemeinsamer Weg beschlossen werden würde. Darüber hinaus gäbe es massive Umsetzungsschwierigkeiten in Bezug auf 2G-Kontrollen für die Einzelhändler, die ich in dieser Runde in der entsprechenden Tiefe und Vielfältigkeit gar nicht diskutieren kann. Nahezu unmöglich wäre die zusätzlich zu 2G angedachte Kontaktnachverfolgung. Wie soll zum Beispiel bei einem Saturn oder Thalia in der Vorweihnachtszeit jeder Kontakt erfasst werden, ohne dass es zu aus pandemischer Sicht unnötigen langen Schlangen und auch noch großem Frust bei Geimpften und Genesenen führen würde. Über die langfristigen Folgen bei ständig wechselnden Einschränkungen für den Einzelhandel und unsere Innenstädte zu sprechen, würde den heutigen Rahmen sprengen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es dazu gar nicht kommen muss und sollte, da alle Fakten und Argumente offen und klar auf dem Tisch liegen. Lieber Herr Kretschmer, liebe Ministerinnen und Minister, mir ist vollkommen klar, dass Sie aufgrund der pandemischen Situation vor sehr schwierigen Entscheidungen stehen. Und ich kann das auch dadurch, dass ein Großteil meiner Familie in medizinischen Berufen tätig ist, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich möchte dennoch klar an Sie appellieren, alle genannten Fakten in Bezug auf den Einzelhandel zu berücksichtigen und dementsprechend mit Ihrem Kabinett eine angemessene Entscheidung zu treffen.
Lassen Sie den Einzelhandel für alle Menschen offen. Wir garantieren Ihnen die konsequente Umsetzung aller Hygienemaßnahmen und werden auch weiterhin mit vereinten Kräften das Thema Impfen zusammen mit dem DRK unterstützen. Zum Abschluss möchte ich Sie, Herr Kretschmer, oder auch gerne jemand anderen aus dem Kabinett aufgrund der Wichtigkeit und der Dringlichkeit der kommenden Entscheidung zu einem Kurzbesuch morgen oder Freitag in die Altmarktgalerie einladen. Überzeugen Sie sich gerne selbst davon, dass Corona-Regelungen im Einzelhandel umgesetzt werden und funktionieren. Vielen Dank. Sehen Sie, Herr Pröll, haben Sie jetzt zwei Stunden Vorträge gehört über die Situation, wie sie sich zuspitzt. Und für jeden, der das zugehört hat, muss doch eigentlich klar sein, ich kann jetzt hier nicht aufstehen und sagen, also so wie es jetzt ist, wir können da nicht mehr machen. Jeder, der jetzt zugehört hat, muss doch zu dem Ergebnis kommen, wir haben ein ernsthaftes Problem, eine Herausforderung, die darin gelöst werden muss, dass ich jetzt einen Beitrag dazu leiste. Und natürlich können Sie mir das jetzt so sagen. Ich kenne die Altmarktgalerie sehr, sehr gut und war da schon oft gewesen. Ich schätze auch übrigens Ihre Arbeit sehr, in der Werbung für das Impfen, in der Möglichkeit, gemeinsam mit dem DRK zu machen. Aber Sie können mir doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass da wir einfach weitermachen wie bisher. Es ist doch vollkommen klar, dass 60% Kontaktreduzierung über alle Bereiche, die irgendwo vorhanden sind, geleistet werden müssen. Ansonsten wird es schiefgehen. Also ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht morgen nochmal miteinander telefonieren. 2G im Einzelhandel ist unser Weg, den Einzelhandel offen zu halten. Und ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, in diese Runde reingegangen, in der Erwartung, dass Sie uns in ganz, ganz großer Klarheit sagen, verlassen Sie sich drauf. Wir werden dieses 2G durchsetzen. Wir kriegen das hin. Wir werden alles dafür tun, dass das funktioniert. Das ist ehrlich gesagt meine Erwartung. Wir können da gerne im Nachgang nochmal drüber sprechen. Jetzt wäre Herr Bodendieck an der Reihe, der Präsident der Landesärztekammer und dann der Geschäftsführer des Krankenhausgesellschaft, Stefan Helm. Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ministerinnen und Minister, ich mache es relativ kurz. Lieber Herr Polko, 3G heißt geimpft, genesen, gestorben. Das muss man einfach so klar sagen. Und wenn Sie dann die Folgen mal bitte bedenken und berechnen, die wir dann haben, auch für den Handel, für die Wirtschaft, die daraus folgen, dann gehen wir, wenn wir das so lassen, wie es jetzt ist, in einen völlig ungesteuerten Lockdown hinein, der am Ende eine lange Zeit dauert, eine Menge an toten Menschen produziert und dadurch die Wirtschaftskraft dieses Landes in einer Art und Weise beeinflusst, die wir uns nicht vorstellen können. Wir in den medizinischen Berufen, egal ob es in der Praxis ist, egal ob es in den Kliniken ist, können die Situation in dieser Lage nicht mehr stemmen und nicht mehr lange stemmen. Das muss Ihnen bitte schön alles klar sein. Und das ist mit aller Deutlichkeit gesagt. Ich hätte jetzt meinen Wortbeitrag zurückgezogen, wenn ich jetzt nicht von Ihnen dieses nochmal gehört habe. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir wurschteln so weiter, wie das jetzt ist, dann wird sich eine Menge an Personal weiter zurückziehen. Das kann ich Ihnen schon so sagen. Ich habe eine Menge an E-Mails und Mitteilungen aus dem ambulanten Bereich. Herr Dr. Ostendorf hat das vorhin in den Chat hineingeschrieben. Die Praxen müssen schließen, weil das Personal, obwohl es sich schützt, in Größenordnungen infiziert ist oder durch entsprechende Betreuung von Kindern und anderen Bereichen nicht mehr in der Lage ist, in der Versorgung zu arbeiten. Es ist wirklich 10 Minuten, 15 Minuten nach um 12 Uhr. Und das muss allen, die heute eventuell dazu noch was sagen wollen, auch völlig klar sein. Wir müssen hier in Sachsen gemeinsam an einem Strang ziehen. Ansonsten werden wir eine absolute Katastrophe erleben und da ist das, was wir im letzten Winter erlebt haben oder im letzten Dezember erlebt haben, gelinde gesagt, Pillepalle gegen das, was hier auf uns zurollt oder das, was wir mittlerweile auch schon herausgezeichnet haben. Das ist mein dringender Appell nochmal. Das Thema Impfen, das muss auch allen klar sein. Wer hier über Impfen diskutiert und wer hier sagt, das ist eine schreckliche Geschichte mit der mRNA-Impfung, wir impfen ja schon gar keinen Vektorimpfstoff mehr mit der mRNA-Impfung, da muss ich wirklich sagen, der hat im Moment auch nicht gut aufgepasst. Und liebe meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Professor Cichotek und Herr Professor Wieler sind nicht nur Vertreter und Berufene der Bundesregierung und des Staates.
Beide haben eine erhebliche Eigenverantwortung in diesem Bereich und beide gehören zu Berufen, die diese Eigenverantwortung auch wahrnehmen. Und die sagen ihnen nicht irgendetwas, weil man hier irgendetwas verbreiten will. Damit muss ich auch noch mal ganz klar aufräumen. Lieber Herr Professor Schön, ich habe es geschrieben. Wir machen seit Wochen, aller 2 bis 4 Wochen, Impfberatungen, Impfschulungen für Ärztinnen und Ärzte. Dort nehmen bis zu 600 Ärzte und Ärzte teil. Ich danke Ihnen, wenn Sie sagen, Sie glauben den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mehr. Wir selber in den Hausarztpraxen, Sie wissen, dass ich selber Arzt bin, dass ich Hausarzt bin und meine eigene Praxis noch betreibe, sind zum Teil bis zu einer Dreiviertelstunde mit Einzelberatungen beschäftigt. Und am Ende gehen die Patienten raus, ach nein, wegen dem Aspirin will ich mich dann doch lieber nicht impfen lassen. Dort müssen wir entgegenwirken. Und für alle nochmal, die das bitte als Multiplikatoren überall hin verbreiten, es gibt für die jetzt verfügbaren Impfungen fast überhaupt keine Kontraindikation. Jeder Mensch kann geimpft werden, es sei denn, er hat ganz wenige, nämlich eine Allergie gegen einen Inhaltsstoff bei dem mRNA-Impfstoff, was absolut selten vorkommt. Der verträgt nämlich in aller Regel auch keine Salben, die er im Einzelhandel kauft. Oder er hat bereits irgendwann in der Vorgeschichte einmal eine Myokarditis gehabt oder hat in der Vorgeschichte eventuell mal eine schwere neurologische Erkrankung gehabt. Ansonsten kann jeder Mensch geimpft werden. Nehmen Sie das bitte mit und versuchen Sie das an jeder Stelle allen nochmal so mitzuteilen. Alles andere, was verbreitet wird, ist Panikmache, ist Irreführung der Menschen und führt dazu, dass wir in eine Situation hineinlaufen, gerade hier in Sachsen, die ich nicht sehen will. Ich werde in der nächsten Woche, und das habe ich angekündigt, mit meinen Chefärztinnen und Chefärzten das Thema Triage besprechen müssen. Wir werden Ihnen den Rücken stärken müssen und ich will Ihnen hier die gut nachgewiesenen Langzeitwirkungen einer solchen Situation auf das medizinische Personal auch schon sagen. Das medizinische Personal, was solchen Situationen ausgesetzt ist, geht in aller Regel frühzeitiger in Rente, geht frühzeitiger aus dem Beruf heraus, weil auch für medizinisches Personal sind solche Situationen, obwohl es manchmal zum Alltag gehört, dass ein Mensch stirbt und wir das nicht wollen, aber es zum Alltag gehört, sind aber solchen Situationen trotzdem auf Dauer nicht gewachsen. Bedenken Sie bitte die Folgen, wenn wir in der Tat hier so weitergehen. Und das trifft Ärzte und Ärzte, das trifft pflegerisches Personal, das trifft medizinische Fachangestellte, das trifft das gesamte medizinische Personal, was wir im Moment am Patienten haben. Herzlichen Dank und Entschuldigung, dass ich noch mal so etwas lauter werden musste. Bodendick, vielen Dank. Ich hätte jetzt Herrn Helm an der Reihe, dann Volker Lux von der Handwerkskammer Leipzig, Carsten Günther von der Initiative Teamsport und Herrn Ostendorf. Zumindest sind das die, die ich jetzt hier sehe. Weitere können gern folgen. Jetzt ist aber erstmal Herr Helm an der Reihe. Und die Ministerin wollte noch was sagen. Aber jetzt ist erstmal Herr Helm. Ja, lieber Herr Kretschmer, liebe Frau Köpping, ich bin dankbar, nochmal kurz unsere Vorstellung in der jetzigen Situation mit in die Runde zu geben. Auch aus meiner Sicht, so wie es der Ministerpräsident angesprochen hat, und ich hoffe, Sie verstehen das und unterstützen uns bei diesem Vorgehen, kann doch der Vortrag und die Beschreibung der Situation aus Sicht der Krankenhäuser, des betroffenen Personals in der Pflege und in der Medizin nur zu der Forderung führen, konsequenterweise sofort, zügig, konsequent die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, auch mit der damit verbundenen Drastik und dem Eingriff, das ist uns klar, in alle anderen Bereiche. Ich werbe an der Stelle nochmal mit allem Nachdruck für Ihre Unterstützung auf diesem Wege. Ich hatte im Vorfeld, weil es doch an der einen oder anderen Stelle zu ein paar komplexen Sachverhalten führt, unsere Forderungen, Vorstellungen dazu, die auch, Herr Kretschmer, ja die Abstimmung zwischen Bund und Ländern in der nächsten Zeit betreffen, nochmal mit aufgeschrieben, damit Sie es ein bisschen nachvollziehen können. Wenn die beiden Patronen, so wie es der Professor Albrecht beschrieben hat, das eine die Impfgeschichte ist, uns war es nochmal wichtig, auch zu signalisieren, dass selbstverständlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten die sächsischen Krankenhäuser dafür auch zur Verfügung stehen. Ich hatte gestern Gelegenheit, mit der Frau Köpping zu sprechen. Das ist natürlich angesichts der jetzigen Herausforderungen nochmal ein zusätzlicher Stresstest für die Organisation und für Mitarbeiter. Aber wir werden das bewerben und werden uns einbringen. Geht es zweitens
da war ich dem Professor Schön dankbar, nochmal darum, darauf hinzuweisen, wenn Sie sich entscheiden, Herr Kretschmer, auf dieses Pferd der zum Teil drastischen Kontaktbeschränkungen zu setzen, was wir unterstützen würden, dann wäre mir an der Stelle nochmal wichtig, dass die Organisation Krankenhaus auch noch andere Mitarbeiter benötigt, außerhalb der Pflege und des ärztlichen Dienstes. Und wir hatten die Erfahrung gemacht aus dem letzten Lockdown, dass die Beschäftigten aus dem Bereich der systemrelevanten Sektoren an der Stelle nochmal eine entsprechende Unterstützung bräuchten. Sonst denken wir das zu kurz. Der zweite Punkt wäre mir fast noch wichtiger. Wenn Sie morgen mit Bund und Ländern zusammensitzen, sollten wir uns frühzeitig Gedanken machen, was die jetzige Situation nicht nur mit Patienten, Bevölkerung und den Mitarbeitern im Krankenhaus, sondern auch mit den Organisationen selbst tut. Und wir wären dankbar, das ist so ein Ruf aus meiner Familie, die ich zu vertreten habe, der Krankenhäuser, dass es eine zentrale Vorgabe oder ein Maß gäbe, das für die Entscheidung der Häuser ein hohes Maß an Sicherheit bringt, die Kapazitäten wieder auf ein entsprechend erforderliches Maß zurückzuführen, die Aufnahmefähigkeit zu reduzieren, OPs und Eingriffe zurückzufahren. Weil mit einer solchen Entscheidung natürlich Konsequenzen verbunden sind, da wäre es für heute ausreichend, wenn signalisiert wird, wir vertrauen Ihnen dort und verlassen uns auf Sie, dass man dann zwischen Bund und Ländern die damit verbundenen erforderlichen Konsequenzen bespricht und die Maßnahmenpakete schnürt. Das betrifft nicht nur die absehbare Entwicklung für das Jahr 2022, sondern bereits schon einen unzufriedenen Zustand im Jahr 2021. Denn die Situation, mit der man gerechnet hat, wieder Rückkehr in Normalbetrieb etc. pp., das wird schon alles wieder gut, ist ja nicht so eingetreten, wie es gekommen ist. Ich stehe Ihnen da gern auch zur Verfügung. Sie können sich darauf verlassen, dass wir alle unsere Kontakte auch in Richtung Bundesebene, das berührt ja dann auch ein System von gesetzlicher Krankenversicherung. Darüber sollten wir vielleicht mal separat uns verständigen, damit dort frühzeitig etwas aufs Gleis gesetzt wird, indem die Häuser hier im Lande einigermaßen sicher, zuverlässig ihre erforderlichen Entscheidungen treffen können im Sinne der Organisation der Versorgung und der Absicherung der Betriebe. Ich bedanke mich. Danke, Herr Helm. Und ich würde gleich Frau Köpping an die Reihe nehmen, weil die hat da auch gleich bestimmt eine Idee, wie wir das auch umsetzen können. Und wir können auf jeden Fall versprechen, dass wir uns in Berlin genau dafür einsetzen werden. Ja, das mache ich natürlich gerne. Und erste Regelungen sind ja auch schon getroffen, was wieder die Situation in den Krankenhäusern betrifft. Da bleiben wir dran. Das können wir wirklich zusagen, lieber Herr Dr. Helm. Das machen wir. Warum ich mich nochmal zu Wort gemeldet habe, das waren vorhin auch nochmal die Aussagen, dass die Krankenhäuser nicht impfen können. Die können sowohl Patienten impfen als natürlich Personal. Das ist schon in der Impfverordnung vom August diesen Jahres geregelt worden. Und wir haben ja schon in Sachsen 20 Krankenhäuser, wo ich mich nochmal ganz, ganz herzlich auch zusätzlich bedanken möchte, dass die mitimpfen. Also das ist möglich. Und da bitte ich auch wirklich, dass man nochmal sich erkundigt und in die Impfverordnung des Bundes reinschaut. Da braucht man sich wirklich nur anmelden und dann geht das los. Und letzte Bemerkung ist einfach nochmal zum Impfen insgesamt. Weil ich auch im Chat gesehen habe, einer hat dann geschrieben, was, 3000 Impfungen pro Tag und so weiter. Nein, wir können pro Woche ca. 200.000 Impfungen jetzt beim Boostern machen. Das heißt 100.000 Impfungen ca. an den Arztpraxen. Herr Bodendieck hat ja dankenswerterweise auch die komplizierte Situation in den Arztpraxen geschildert. Wir haben 56.000 Dosen, die wir pro Woche in den Impfstationen, also früher hießen die mal Impfzentren, die wir dort machen können. Wir haben 10.000 Dosen, die wir bei den Betriebsärzten impfen können. Wir haben ca. 10.000 Dosen, die wir in den Krankenhäusern impfen. Wir haben 20.000 Dosen und das haben wir auch nochmal zusätzlich als Land bereitgestellt. Ich hoffe, dass das morgen der Finanzausschuss auch bestätigt. Davon gehe ich auch aus, dass wir die Kommunen zusätzlich nochmal mit Geld unterstützen, um eigene Impfteams aufzustellen. Das heißt, wir werden auch jetzt wirklich die Kapazitäten so weit hochfahren. Die sind mindestens so hoch wie im Frühjahr, wo noch gar nicht alle mitimpfen durften. Insofern braucht man sich da keine Sorgen machen. Das wird immer besser.
Aber letzte Bemerkung, das lassen Sie mich auch nochmal sagen. Ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Partnern, die uns in den letzten Tagen und Wochen wirklich zur Seite gestanden haben, klug beraten haben, wissenschaftlich beraten haben und uns natürlich auch immer an der rechten Stelle sagen, wie wir weiter handeln müssen, damit wir eben diese Gefahr, die jetzt vor uns steht, und das ist heute sehr eindrücklich gesagt worden, damit wir die umgehen können. Und da bitte ich wirklich nochmal alle in der Runde in sich zu gehen und vielleicht in der Runde auch nochmal darzulegen, was man denn selber tun kann, wie schwierig das alles ist für jeden einzelnen Partner, das ist uns klar. Aber wir brauchen Lösungen, wir brauchen Ansätze, wie wir diese Pandemie gemeinsam in dieser Situation bewältigen. Vielen Dank. Danke, Frau Köpping. Und jetzt ist Volker Lux an der Reihe. Ich würde mal sagen, gerade beim Thema Handwerk habe ich ja gemerkt im letzten Jahr, wie einem da auch die Worte so ein bisschen, wie ein unbedachtes Wort jemandem in den falschen Hals kommen kann. Das tat mir sehr leid, weil ich selber auch Handwerker bin von Beruf. Der Volker Lux weiß auch sofort, worüber ich rede. Das Entscheidende ist, glaube ich, jetzt gerade hier in die Handwerksorganisation hinein, ein großes Signal. Wir brauchen jetzt dieses regelmäßige Testen. Die Bundesverordnung wird dafür sorgen, dass diese Testmöglichkeiten wieder bestehen. Wir machen das aber auch alle als Handwerksbetriebe mit, wäre unser Wunsch als großes Signal. Das ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Und man muss dann am Ende auch wieder mit Leuten reden, die ja natürlich auch möglicherweise nicht so richtig wollen. Aber das ist wirklich jetzt ein ganz wichtiger Beitrag, weil das Handwerk halt natürlich überall unterwegs ist. Volker Lux, bitte. Ja, herzlichen Dank. Also aus meiner Sicht waren die letzten 2 Stunden sehr eindrucksstark. Und ich denke, in so einer Runde sollte jeder nur über Dinge sprechen, von denen er was versteht. Und darum ist es auch nicht mein Ziel, irgendetwas zu relativieren, sondern nur 2 Dinge einzuordnen. Um mal einen Satz meiner Vorredner zu ergänzen, nicht nur Mediziner und Pfleger sind erschöpft, auch Unternehmer sind finanziell und emotional aufgerieben und auch selbstständige Handwerker und Arbeitnehmer haben deprimierende Erlebnisse seit 2 Jahren. Ich möchte auf 2 Dinge kurz eingehen. Ich glaube, wenn ich die Wortmeldungen aus den 12.000 Mitgliedsbetrieben, für die ich arbeite, richtig verstehe, besteht die Impfskepsis oder zum Teil dass die Zurückhaltung beim Impfen, hat das auch seinen Grund darin, dass wir jetzt wirklich in der kritischen Situation sind. Das hat jeder verstanden und die Menschen sich natürlich fragen, jetzt haben wir eine Impfquote von fast 60%. Warum ist es denn schlimmer als letztes Jahr? Das, glaube ich, muss man einfach auch erklären und muss dann auch bereit sein, Dinge einzuordnen. Wenn ich mich an eine Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums vom Frühjahr diesen Jahres erinnere, mit Plakaten, 2 Piekse und du kannst die Oma wiedersehen. Es ist eben so, dass ich mit 2 Pieksen die Oma eben nicht wiedersehen kann, möglicherweise, wenn wir ganz hart gegensteuern müssen. Und dann glaube ich, würde es Politik gut zu Gesicht stehen, einfach zu sagen, wir haben das damals anders eingeschätzt. Das, was wir uns davon versprochen haben, ist nicht eingetreten. Ich glaube, dass dieses Eingeständnis gar nicht wehtut und auch das Miteinander erleichtert. Die 2. Sache, über die ich ganz kurz sprechen möchte, ich möchte darauf hinweisen, dass auch die Vitalfunktionen der Wirtschaft in der Pandemie, bei der Bewältigung der Pandemie eine Bedeutung haben. Ich möchte darum bitten, dass man sehr, sehr sorgfältig die Systemrelevanz des Handwerks für Dinge erkennt und auch in Regelungen festschreibt, die mit dem gemeinschaftlichen Miteinander im Zusammenhang stehen. Und eine Bitte, die ich an Frau Köpping richte: Ich würde mich freuen, wenn wir Kammern unsere Aufgabe noch besser erfüllen könnten und informieren könnten. Und wenn es gelänge, uns einen Informationsvorsprung zu geben, weil ich denke, dass Gewissheit über kommende Maßnahmen sich Menschen in die Lage versetzt, sich besser vorzubereiten. Und wir als Kammern mit unseren vielen Beratern und unseren tausenden Betrieben in Sachsen, wir können dazu beitragen, dass Gewissheit besteht. Und wenn Menschen Gewissheit haben, sind sie in der Lage, sich besser einzustellen, sich besser einzurichten. Und wer weniger verunsichert ist, der hat weniger Angst und benimmt sich rationaler. Das wäre meine Bitte. Herzlichen Dank. Ja, es ist nochmal, ich will es nochmal erneuern. Wir brauchen, wenn wir die nächsten Wochen gemeinsam überstehen wollen, das Mittun aller Gruppen. Und beim Handwerk, glaube ich, geht es darum, wirklich ganz deutlich zu sagen, wir haben ein gemeinsames Verständnis.
mit der Medizin, auch mit den politischen Akteuren in diesem Land. Es muss darum gehen, überall zu testen, überall diese Werbung auch zu machen für das Impfen in den Betrieben noch einmal aufs Neue. Überall dort, wo es irgendwie möglich ist, im Bereich der Wirtschaft Homeoffice zu machen. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch ein Selbstschutz für die Funktionsfähigkeit der Bereiche. Wir sind hier auch längst dazu übergegangen, dass es wieder Schichten gibt, wo immer das geht, dass wenn eine Gruppe krank wird, dass die andere nicht gleich in Mitleidenschaft gezogen ist. Das ist mittlerweile bei dieser Verbreitung ein ganz, ganz zwingendes Modell. Wir arbeiten ja auch an Notfallplänen. Und mein Wunsch ist wirklich hier ein enger Schulterschluss. Wir müssen für das Impfen werben. Und das muss in allen Kammern, in allen Betrieben stattfinden. Wir müssen sicher sein, dass das Testen, wenn das neue Infektionsschutzgesetz kommt und 3G festgelegt wird, dass das auch überall stattfindet und dass das nicht mit einem Leiden, sondern mit einer tiefen Überzeugung, dass das ein Beitrag ist zu der Bekämpfung der Pandemie, überall im Land gelebt wird. Und ich würde vielleicht, Herr Wieler, wenn Sie die Frage beantworten können, die ja auch häufiger gestellt wird, warum ist denn heute bei einer höheren Impfquote das Infektionsgeschehen höher? Ich meine, ich könnte es auch, ist wahrscheinlich recht schnell mit der Delta-Variante zu erklären, aber bei Ihnen klingt es bestimmt viel überzeugender und klüger und wohlgesetzter. Das erlebt, dass Sie das so ausdrücken, Herr Kretschmer, das weiß ich aber nicht, ob das so ist. Aber ja, das ist eine Frage, die ist total relevant, aber es ist eine ganz einfache Antwort. Wir haben letztes Jahr deutlich mehr kontaktbeschränkende Maßnahmen durchgeführt zu der Zeit. Wir haben einfach wesentlich weniger Kontakte gehabt. Das hatte Herr Meyer-Hermann gerade nochmals gesagt. Wir haben ja einen Mobility-Monitor, oder wie wir das nennen, über die Mobiltelefone aggregierte Daten. Da sehen wir, wie viele Menschen sich wie oft bewegen und wohin sich bewegen. Und wir hatten im letzten Jahr zu der Zeit deutlich mehr kontaktbeschränkende Maßnahmen. Das ist der eine Punkt. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und der andere Aspekt ist eben der, dass immer noch einfach zu viele Menschen nicht geimpft sind. Ich sagte es eben, 15 Millionen. Das ist auch nicht immer so einfach zu erklären. Darum hatte ich am Anfang nochmal diese Folien gezeigt. Es reicht einfach nicht aus. Wir müssen deutlich höhere Impfquoten haben, dass es auf die ganze Pandemie eine Auswirkung hat. Es hat jetzt Auswirkungen auf einzelne Menschen, weil die Menschen eben geschützt sind, sehr gut vor Krankheit und vor Tod. Und das sind die zwei entscheidenden Gründe. Ein dritter Grund kommt dazu, das ist die Delta-Variante tatsächlich. Die Delta-Variante ist einfach viel, viel ansteckender. Und die Delta-Variante steckt also am Anfang, als diese Pandemie anfing, das originäre Virus, das hat etwa eine Person, die krank war, hat etwa 3 andere Personen angesteckt. Jetzt das Delta-Virus, da steckt eine Person, die krank ist, 6 bis 7 andere Personen ab. Das ist natürlich eine völlig andere Dimension. Also das sind die 3 Gründe, warum wir deutlich mehr erleben. Und was wirklich eben versäumt wurde in den letzten Wochen und Monaten, warum auch immer das gewesen ist, die Wahrnehmung von vielen Menschen war einfach die, dass es eben reicht. Und diese Wahrnehmung ist einfach schlichtweg faktisch, wissenschaftlich fundiert falsch. Ja, das ist wirklich der Grund. Und Sie haben natürlich recht, dass die Impfung, die zweifache Impfung nicht jedes Problem löst, denn der Impfschutz lässt nach. Was allerdings auch immer kommuniziert wurde von Anfang an, dass der irgendwann nachlässt. Aber man wusste natürlich nicht, wann das ist. Wissen Sie, wenn Sie erst anfangen zu impfen, irgendwann, dann sehen Sie ja erst, wie lange es dauert oder wie kurz es dauert. Das war nicht zwingend absehbar. Wir hatten immer so 6 Monate im Kopf. Sie wissen das vielleicht noch, prinzipiell wurde immer von 6 Monaten gesprochen. Das könnte so sein. Das hat man abgeleitet aus vielen anderen Impfungen, wo man Parallelen findet. Das hat sich auch als ganz gut erwiesen. Aber das ist kommunikativ sicher nicht trivial zu bearbeiten. Aber ich möchte mal Folgendes sagen. Die Impfungen sind so toll. Die sind viel besser, als ich das je gehofft hatte. Ich wäre zufrieden gewesen mit 50% Wirkung. Die sind jetzt 90% Schutz vor Tod, weil ich gar nicht so eine Hoffnung hatte, dass sie so toll wirken. Aber ich habe es auch noch nie erlebt, wie in Deutschland, das möchte ich auch mal sagen, dass um das Thema Impfen wurde
überall irgendwie schlecht geredet. Da wurde geschimpft über die Priorisierung, dann wurde geschimpft, dass zu wenig da ist, dann wurde geschimpft oder dies oder jenes. Also diese ganze Umgang mit Impfungen in unserem Land in den letzten 10 Monaten war auch irgendwie nicht wirklich förderlich dem ganzen Thema. Das muss ich deutlich sagen. Und das ist eine wahnsinnige Kakophonie. Aber die 3 Gründe sind es, warum es so passiert. Und viele haben diese 3 Gründe vorher nicht geglaubt und haben gehofft, dass es weitergeht, einfach, dass wir durchkommen. Aber fundierte wissenschaftliche Überlegungen, die zeigten, dass wir damit nicht durchkommen. Die Impfquote muss hochgebracht werden. Und wir müssen alles tun, um das zu erreichen. Aber das hilft eben nicht jetzt, sondern erst in einigen Wochen. Ob das jetzt galanter war, als Sie das hätten sagen können, Herr Kretschmer, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Vielen Dank, Herr Professor Wieler. So, ich habe Herrn Günther von der Teamsportinitiative, Herrn Ostendorf, den Vorsitzenden des Hausärzteverbands, und dann habe ich noch Frau Salewski und Frau Salzmann auf der Liste. Bitte, Herr Günther, sportfrei. Sportfrei, genau. Schönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Und Herr Wieler, das war sehr galant und der Vortrag vorhin sehr beeindruckend und aufschlussreich. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich an der Runde teilnehmen darf und möchte sofort mit 3 großen Problemen einsteigen, die ich sehe. Das erste ist ein großes Kommunikationsproblem. Wir 30 in dem erlauchten Kreis dieser Runde wissen, glaube ich, jetzt umfassend Bescheid, wie die Lage wirklich ist. Vielleicht die weiteren 1.000 Personen, die am Livestream zugucken, wissen das auch. Ich glaube, Millionen anderen Menschen ist das nicht so klar. Wie wirkt der Impfstoff? Warum ist er ungefährlich? Wie ist die Lage im Land wirklich? Nicht mal der Bundesgesundheitsminister hat Ihnen geglaubt im Juli, wie sich die Lage verändern wird und hat andere Dinge nach außen posaunt. Also ich glaube, wir müssen dringend an der Kommunikation arbeiten. Und dort bin ich bei 2 Chat-Einträgen. Es wäre schön, wenn wir die weiterhin offen in beide Seiten gestalten könnten, sodass sich auch alle mit abgeholt fühlen. Aber hier haben wir dringenden Nachbesserungsbedarf. Lassen Sie uns gut zielsicher und vor allen Dingen tagesaktuell kommunizieren und gegebenenfalls auch solche Streams mit noch mehr Reichweite im MDR oder in der ARD laufen, weil es, glaube ich, extrem relevante Informationen sind, die alle angehen und die an viel mehr Menschen kommuniziert werden müssen. Das ist jetzt, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das zweite Problem, was ich sehe, ist ein Organisationsproblem. Wir reden viel über das Mittel der Wahl der Impfung. Die Realität draußen ist, wir kommen mit dem Impfen nicht hinterher. Die Impfzentren sind geschlossen seit Sommer, obwohl im Sommer klar war, wo wir hinlaufen. Die Impfpunkte, wie sie jetzt heißen, haben zu ungünstigen Zeiten geöffnet, haben ein Personalproblem. Also Angebot und Nachfrage von Impfen bekommen wir gerade nicht zusammen. Da müssen wir dringend dran. Und das Dritte, was ich hier vernehme, ist ein riesiges Personalproblem im Medizinsektor. Auch dort nochmal, das habe ich vor 2 Wochen schon versucht einzubringen, wo bleibt die riesige Personaloffensive, die von Amazon in den Schatten stellt, dass wir Personal im medizinischen Bereich brauchen, dass wir es gut bezahlen wollen, dass es dringend gebraucht wird und so weiter und so fort. Das sehe ich gerade draußen nicht. Jetzt sitze ich hier als Vertreter von 30 Vereinen in Sachsen, die 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen, die sich täglich um Gesundheitsvorsorge für alle Sächsinnen und Sachsen kümmern. Wir erreichen aber auch über 2 Millionen Fans und Zuschauer pro Jahr. Wir können und wir wollen helfen und wir wollen genau diese Botschaften senden. Wir können bei der Information helfen, wir können bei der Organisation helfen, indem wir zum Beispiel Impfzentren, Impfanlaufpunkte entlasten, indem wir das Boostern im Rahmen unserer Veranstaltungen durchführen. Wenn die alle Leute zum Boostern, die uns nahestehen, in die Arenen oder in die Stadien kommen, Klammer auf, die alle 2G sind, entlasten wir an der Stelle extrem. Dort können wir mit eingreifen, wir können Ressourcen zur Verfügung stellen, vor allen Dingen aber bei der Kommunikation. Deshalb meine Bitte, lassen Sie uns offen und ehrlich miteinander umgehen, stellen Sie direkte, einfach und einfach verständliche Informationen zur Verfügung, die wir über unsere Reichweite mit kommunizieren können. Wir sind Partner an der Seite bei der Bekämpfung der Pandemie. 2G wird im Kreise der Vereine überhaupt nicht mehr diskutiert. Das ist akzeptiert. Wir haben proaktiv ein weiteres Sicherheitsinstrumentarium mit dem Tragen der FFP2-Maske eingebracht, sowohl für Sportveranstaltungen, aber eben auch für andere. Wir bieten einen Rahmen, wo Kontakte, 2G-Kontakte, geordnet und mit Hygienekonzept ablaufen können, um vielleicht ungeordnete Kontakte im privaten Raum mit Ungeimpften auch ein Stück weit einzudämmen. Nutzen Sie uns vor allen Dingen aber als Multiplikatoren und lassen Sie uns gemeinsam auch
klare Ziele und klare Perspektiven formulieren. Das ist vielleicht der letzte Punkt. Wir haben heute sehr viel Informationen bekommen, die hauen einen um. Da denkt man jetzt, die Apokalypse naht. Das ist auch so. Trotzdem sollten wir ganz konkret darüber reden, wie kommen wir wieder raus aus diesem ganzen Tunnel und wann kommen wir raus, was sind Meilensteine und wie können wir die gemeinsam ganz konkret anpacken. Und da sind wir gerne Ihr Partner, aber bitte nehmen Sie uns dort mit ins Spiel und nehmen Sie uns ernst, damit wir auch in der Pandemie weiter Partner sein können und nicht nächste Woche aufhören müssen, wenn 2G plus Maske plus Test plus alles mögliche andere kommt. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Günther. In der Tat ist es natürlich ein Bereich, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, der einfach, weil er viele, viele Menschen zusammenbringt, viele Menschen dann unterwegs sind. Das ist das, was es mit dem Einzelhandel auch verbindet oder mit Weihnachtsmärkten, einer genauen Betrachtung lohnt oder wir brauchen diese genaue Betrachtung dieser Situation. Und das ist absolut richtig erkannt. Wir werden da in den nächsten Tagen, glaube ich, in Stunden auch darüber miteinander nochmal sprechen müssen. Das ist auch ein Thema der Ministerpräsidentenkonferenz. Man merkt, dass wir das die Kollegen überall umtreibt. Es ist das Bewusstsein der Situation ist, wie wir schon den Abend über diskutieren, in den Bundesländern unterschiedlich. Aber dort, wo ein größeres Bewusstsein schon entstanden ist, ist klar, viele, viele Menschen, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind und dann über eine längere Zeit zusammen sind, sind ein Problem, sind eine Gefahr. Im Räumen noch mehr als im Freien. Aber im Freien ist es eben auch so, weil sie sich alle irgendwo auf den Weg dahin machen. Und deswegen muss man, auch wenn das bitter ist, sich diese Sache genau angucken. Machen wir aber auch. Danke, dass Sie dabei waren und wie sehr Sie auch gerade für das Impfen geworben haben, für das Testen geworben haben, wie viel Sie sich die Mühe gemacht haben, die Dinge, die Konzepte sich zu überlegen. Das ist beeindruckend, das hat mich auch immer bewegt. Deswegen haben wir versucht, auch immer irgendwo zu helfen, wo es geht, auch finanziell zu helfen. Und ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten Wochen zusammenbleiben. So, jetzt kommt der Präsident der Sächsischen Hausärzte, der uns auch gleich sagen kann, ob das ein Massenphänomen ist oder nur ein Einzelfall, dass man gesagt bekommt, ich wollte boostern gehen und mein Hausarzt wollte mir im Februar oder im Januar einen Termin geben. Herr Ostendorf, was ist da los? Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen schnell handeln, deshalb will ich mich auch kurz fassen, Ihnen aber trotzdem einen Ist-Zustand aus den Hausarztpraxen geben. Und man muss sagen, wir sind in den Hausarztpraxen auch an der Belastungsgrenze angelangt. Und das hat einen Grund, der liegt darin, dass wir im Moment drei Patientengruppen parallel sehen. Das sind unsere Standardpatienten, die chronisch Kranken, die wir immer betreuen. Dann haben wir die Patienten, die jetzt bei steigenden Inzidenzen mit Covid-19-Verdacht und der Testnotwendigkeit zu uns kommen und die Covid-19-Patienten selbst. Und ein Großteil dieser Patienten wird eben in der Ambulanz betreut und wir sind der Schutzwall der Krankenhäuser. Und jetzt haben wir eine dritte Gruppe, das sind die Patienten, die Impfungen brauchen, Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Und dass alle drei dieser Gruppen auf einmal bei uns in der Praxis sind, das hatten wir so noch nie und das führt uns eben an den Rande von dem, was wir leisten können. Und die Situation wird die nächsten Tage und Wochen eher schlimmer werden, weil unser eigenes Personal wird erkranken und es wird in Quarantäne sein und damit sind unsere personellen Ressourcen noch weiter geschwunden. Und deshalb haben wir zwei ganz klare Forderungen als gemeinsame gesellschaftliche Aufgaben an Regierung und die parlamentarische Demokratie in Sachsen. Erstens, wir brauchen maximale Kontaktbeschränkungen und zwar jetzt. Und wir brauchen eine Steigerung der Impfquote mit allen gemeinsamen Hausärzten, Fachärzten, Betriebsärzten, den Krankenhäusern, staatlichen Hilfen, um niederschwellig aufsuchende Impfangebote zu machen und alle Menschen in Sachsen auch zu erreichen, die noch gar keine Impfung haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Köpping, vielleicht können Sie zu dem Gehörten gerade und auch nochmal zu dem Thema Impfzentren, was Günther gesagt hat, nochmal zwei Sätze sagen und dann wäre Frau Salawski an der Reihe. Ja, mache ich gerne. Also vielleicht noch mal zu dem Gesagten von Herrn Günther. Wir sind ja sehr regelmäßig im Austausch. Das heißt, wir haben fast täglich eigentlich SMS-Kontakt oder was auch immer. Ich hatte da schon mal darauf hingewiesen, wir brauchen jetzt alle medizinischen Kapazitäten. Dazu gehören auch die Sportärzte. Bitte informieren Sie sich da noch mal. Ich gebe auch gerne noch mal einen Hinweis, wie wir das organisieren können, dass wir die Sportärzte, die ja auch bei den Sportlern, gerade bei den Profisportlern mit im Einsatz sind, dass wir diese Kapazitäten auch nutzen. Ich sage das deswegen, weil wir eben auch gerade Herrn Dr. Ostendorf oder auch Herrn Bodendieck gehört haben und wir gehört haben, wie die Praxen eben auch überlastet sind.
Und nochmal, mit den Kapazitäten, die wir jetzt haben, können wir tatsächlich 200.000 Impfungen machen. Wir werden auch nicht alle, die jetzt boostern gehen, das muss man da auch mal realistisch sagen, an 2-3 Tagen impfen können. Aber was wir machen wollen, ist tatsächlich, dass wir das systematisieren. In unseren Impfstellen wird es ab dem 22. auch wieder eine telefonische Bestellung geben. Dann stehen zwar die Leute nicht mehr vor der Impfstation, sondern hängen natürlich am Telefon, da werden sie auch schimpfen. Es ist ja heute auch schon gesagt worden, dass manche einen Termin bekommen haben im Januar, Februar. Und da ist auch nochmal wichtig zu informieren, dass es eben auch viele Leute gibt, die erst später geimpft worden sind und die auch noch ein Stück weit warten können. Weil mir geht es darum, und das sind, glaube ich, die wichtigsten Gruppen, über die wir ja auch nochmal reden müssen, dass wir die jetzt besonders gefährdet sind, eben tatsächlich auch boostern können, sodass wir also dort eine große Sicherheit haben und dann mit allen anderen weitermachen. Und je mehr mitimpfen, ich weiß, wie schwer das alles ist, umso schneller kommen wir voran und können den Schutz fürs Frühjahr zumindest aufbauen. Das vielleicht nochmal an dieser Stelle. Dankeschön. Frau Zalewski, bitte. Und dann Aline Salzmann. Frau Zalewski, jetzt hören wir Sie nicht. Das Mikrofon ist auch aus. Frau Salzmann, wollen Sie zunächst mal? Und dann probieren wir es danach nochmal. Ja, bitte. Ja, Herr Ministerpräsident, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche für die Familienverbände hier im Freistaat Sachsen und somit für die wichtige Zielgruppe Familien. Und würde das gerne noch mal ganz kurz ein paar Aspekte rausstellen. In den Familien kulminieren ja sozusagen alle Regelungen, die Sie jetzt treffen und die Verschärfungen, die offensichtlich ja auf uns zukommen und auch notwendig sind. Das geht von Kita, Hort, Schule. Eltern sind selber Arbeitnehmer, aber auch bis hin zu Entscheidungen, pflegende Angehörige etc. Dort werden auch die Impfentscheidungen getroffen und besprochen. Und insoweit ist das eine wichtige Zielgruppe. Und für mein Verständnis und das, was ich jetzt auch mitgenommen habe, wenn wir noch mehr aktivieren wollen und sich zum Impfen hinbringen wollen, dann müssen wir eben vielleicht auch noch ein bisschen zielgruppenspezifischer und direkter die Leute ansprechen. Also wir werden das auch gerne tun. Wir geben das gerne auch nochmal in die Verbände rein, einen solchen Impfappell. Die Logistik nimmt ja jetzt auch zu. Also die ersten Rückmeldungen waren eben auch, man kriegt spät erst einen Termin. Aber wenn ja jetzt das alles sozusagen aufgeweitet wird in den nächsten Wochen, dann werden wir das auch nochmal sehr gerne mit aller Macht tun. Aber was wir auch festgestellt haben, es ist, das klang auch schon an, es gibt so viele Informationen, es gibt so viele Internetseiten, man weiß so viel, aber wirklich die prägnanten Informationen, der direkte Zugang, dass es sozusagen auf einen Klick einen auch anspringt, auch die gute Seite Coronavirus Sachsen und so weiter. Also vielleicht muss man auch immer dort wieder gucken, dass wirklich die prägnanten Informationen gut aufbereitet gleich oben aufstehen. Denn in den Gesprächen merkt man, die Leute haben teilweise einfach keine Lust, sich lange irgendwie durchzusuchen, und damit schwindet auch die Akzeptanz. Und genau darum geht es ja. Und ich denke, in Familien wird das am Ende wieder zu stemmen sein. Die sind auch dazu bereit, die Verschärfungen werden kommen. Und insoweit, der Appell war ja jetzt natürlich jetzt keine Wünsche nach Aufweichungen zu haben, aber ich würde 1-2 Sachen mitgeben: Kontaktbeschränkungen, wenn sie wieder kommen werden. So wie sie jetzt formuliert sind, der Wunsch wäre nur, dass es auch dabei bleibt, dass es umsetzbar ist, weil nur dann kann es akzeptiert werden. Und wenn es eben auch so ist, dass auch größere Familien, Familien mit mehr Kindern sozusagen oder auch Alleinerziehende, die viele, viele logistische Fragen haben, dass es sozusagen auch gemeinsam gedacht wird, diese ganzen einzelnen Bausteine, die Sie jetzt wieder aufsummieren. Das wäre extrem wichtig. Ein Wunsch ist auch, dass das Thema Schule, dass da auch wieder der Druck dann rausgenommen wird. Schon jetzt gibt es wieder Quarantäneanordnungen, Wechselunterricht, sollte es sich noch verschärfen, dass auch da wirklich in den Familien ankommt. Umso mehr kann das auch länger gestemmt werden, dass nicht der ganze schulische Druck wieder zurückverlagert wird. Das ist einfach häufig eine Frage der Kommunikation. Und ein Punkt wäre mir auch noch wichtig. Wir haben jetzt sehr viel über Todeszahlen gesprochen und Leute, die daran versterben. Aber ein Aspekt, der war in früheren Verordnungen schwieriger geregelt, ist jetzt gerade offener. Der Wunsch, dass es dabei bleibt, dass Beerdigungen, die jetzt gerade eben bei diesen Fällen notwendig sind, auch von Familienangehörigen wahrgenommen werden können und nicht irgendwann wieder auf eine bestimmte Zahl limitiert wird. Also das wäre wirklich, das ist ja noch immer so der eine Schritt, der hinter diesen nackten Zahlen steht. Und
dass das bitte auch nicht aus dem Blick verloren wird, weil nur so können wir da eben auch insgesamt durchkommen. Dankeschön. Danke, Frau Salzmann. Und jetzt schauen wir mal, Frau Zalewski, hören Sie uns? Sonst würde ich sagen, ist Herr Heckemann an der Reihe. Und ich sage nochmal dann Andrea Mühle, Herr Hübkes und Michael Junge. Und wenn Sie einverstanden sind, würde ich dann mal so ein bisschen Schluss machen, weil ich dann um 21 Uhr noch einen Termin habe, der sowieso sich ein bisschen nach hinten verschiebt, macht nichts. Aber jetzt ist Herr Heckemann an der Reihe. Ja, guten Abend in die Runde. Frau Staatsministerin, ich muss Sie an einer Stelle unbedingt nochmal unterstützen und das ergänzen, dass ich jetzt nicht verstehen kann, warum jetzt Krankenhäuser ihre stationären Patienten nicht impfen können. Da wäre also eine Anfrage oder Nachfrage bei Herrn Helm ohne weiteres möglich. An einer anderen Stelle, Frau Ministerin, möchte ich Ihnen widersprechen und bin froh, dass ich Ihnen widersprechen kann, nämlich wir haben gestern 16.500 Impfungen in Sachsen durchgeführt, die ambulanten Ärzte. Und bitte dabei noch bedenken, erst in der nächsten Woche haben die Ärzte den ausreichenden Impfstoff, weil sie momentan für diese Woche noch vor 2 Wochen bestellen mussten und viele sicher nicht so viel impfen konnten, wie sie jetzt wollten. Ich denke, die 100.000, also das ist kein ambitioniertes Ziel mehr. Das muss meiner Ansicht nach bei dem Doppelten liegen. Danke. Ja, danke, Herr Heckemann. Also auch da, die Situation hat sich ja über den Sommer so ein bisschen, was das Impfen angeht, nach unten bewegt, was sehr viel mit der Nachfrage zu tun hat. Der eine oder andere erinnert sich, wir haben hier Impfgipfel gemacht, wir haben Kampagnen gemacht, wir haben Plakate gedruckt, alle möglichen, auch Organisationen haben mitgeholfen. Und dann kam die Empfehlung der Sächsischen Impfkommission, die Empfehlung der STIKO, auch unser deutliches Warnen vor den Überlegungen, jetzt die pandemische Lage zu verändern. Und das hat, glaube ich, das Spielfeld komplett verändert. Und das musste erstmal ein Stück weit nachvollzogen werden, wieder vom Handel, von der Industrie. Das ist allerdings nicht so schlimm wie bei den Mikrochips oder bei anderen Sachen. Hier ist das Reagieren schon sehr schnell passiert. Paul-Ehrlich-Institut hat es ja gerade gesagt, die Bundesregierung hat da sehr Vorsorge getroffen, was die Lieferkapazitäten angeht. Wir haben den Impfstoff und deswegen geht es jetzt auch voran. Aber jede Schlange, die man sieht, wo gerade Ältere jetzt im Kalten stehen und auf ihre Boosterimpfung warten oder auf ihre Drittimpfung warten, ist einfach deprimierend. Und ich hoffe, dass das jetzt auch damit endet, auch mit den Dingen, die Frau Köpping sich überlegt hat, zu diesen zusätzlichen Impfzentren und. Wir sind da, glaube ich, jetzt auf dem Weg, aber es ist berechtigt, wenn man das als ein Problem erwähnt. Andrea Mühle. Okay, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier... Moment, so, hören Sie mich? Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich spreche für eine kleine Bürgerinitiative, Bürgergruppe, die sich schon so seit Anfang dieses Jahres für No-Covid und für niedrige Inzidenzen und für wirksame Pandemie-Maßnahmen einsetzt, mit verschiedenen offenen Briefen, Appellen und so weiter. Und ich bin total erschüttert und auf eine Weise erfreut, dass heute hier zu diesen klaren Worten gekommen ist und da bleibt mir auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte nur noch mal 2 Punkte anbringen. Das eine, was auch schon gesagt worden ist, denke ich, ist eine klare Kommunikation, die hier notwendig ist, auch mit der Ehrlichkeit, die auch schon gefordert ist, okay, wir haben uns das anders vorgestellt, das hat nicht so funktioniert. Und zu der klaren Kommunikation gehört zum Beispiel auch, aber ich denke, das ist aus den vielen VorrednerInnen jetzt schon hervorgegangen, dass es nicht sein kann, dass Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen, aber Versammlungen nur mit 10 Menschen begrenzt sind, ne, wo es um eine Grundfreiheit geht. Ich glaube, ich habe gesehen, die Justizministerin ist auch anwesend. Also ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Über Weihnachtsmärkte wurde ja sowieso jetzt schon viel diskutiert. Ich glaube, dafür haben wir heute hier die Konsequenzen gehört. Und ein anderer Punkt, weiß ich nicht, ob noch jemand anwesend ist von Schule, von Schulvertretern, Elternvertretern, ist, denke ich, dass sich ganz viele Menschen wirksamere Schutzmaßnahmen in den Schulen wünschen, solange wie sie geöffnet sind und sie sollen so möglichst lange offen bleiben. Klare Regeln für Quarantäne, Masken in den Leitlinien, die Herr Wieler angesprochen hat, ist ganz klar geregelt, dass die Masken in den Schulen bei so hohen Inzidenzen notwendig und nützlich sind, auch in den Grundschulen.
und dass unbedingt die Präsenzpflicht ausgesetzt wird und so wie das Frau vom Familienverband gesagt hat, auch dieser Druck aus den Familien bei Schulschließungen rausgenommen wird, dass diese volle Schulleistung gebracht werden muss. Zu den notwendigen Maßnahmen ist alles gesagt. Ich hoffe, dass dieser Stream möglichst viel Verbreitung findet und würde auch alle dazu aufrufen, sozusagen das über ihre Kanäle zu tun. Vielen Dank dafür, Herr Ministerpräsident. Gerne. Vielen Dank auch für Ihr Engagement. Ich erinnere mich noch an die Gespräche. Herr Hübkes, was sagt das Hotel- und Gaststättengewerbe zu dem Ganzen? Ja, ich bin natürlich in einer ganz schlechten Situation, weil unsere Branche hat mit Spaß, Genuss und Kultur zu tun. Und von daher ist schon vieles gesagt, auch vom Handelsverband. Und da gibt es bestimmt auch noch einige andere, die es ähnlich betrifft. Die Kultur möchte ich hier auch ganz bewusst bedienen, weil wir im Prinzip auch ein Stück weit Hand in Hand gehen. Wir wissen, über den Virus wurde auch schon viel gesagt, es ist ein Schneeballsystem, das muss man sich bewusst machen und die Einschläge nähern sich. Es wurden natürlich schon Clubs und Bars sollen schließen und so weiter. Wir möchten alle eigentlich keinen Lockdown. Und wenn es dann wieder einen Lockdown gibt, dann müssen wir auch wieder schreien, Mensch, wir brauchen Hilfen, weil wir wollen ja eigentlich auch nicht, dass die Clubs und Bars oder Hotels und Gastronomie zu Schaden kommen oder eben auch dadurch Arbeitsplätze oder eben auch Unternehmen eben schließen müssen. Das wollen wir nicht. Meine Bitte an Sie ist, lieber Ministerpräsident, dass Sie auch in die kommenden Runden die Dringlichkeit auch von unserer Seite mitnehmen, dass Sie sagen, hey, wir wollen alles mit dafür tun. Auch wir in unserer Branche, wenn wir irgendwo helfen können, auch über den DEHOGA die Dinge verbreiten oder auch Unternehmen, die nicht Mitglied sind, die können sich bei uns informieren. Wir sind eigentlich gerade, was Pandemie und unsere Branche angeht, gut aufgestellt und haben hier auch wirklich eine gute Informationspolitik. Das ist mir wirklich wichtig. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass uns die Pandemie begleiten wird die nächsten Jahre. Ich habe Ihnen gestern schon gesagt, nicht nur, dass ich mich geoutet habe, dass ich Angst vor Nadeln habe, aber trotzdem zweifach geimpft bin, sondern es ist eben auch so, wir retten uns eigentlich momentan von Herbst zu Herbst. Und das ist das Erschreckende. Wir möchten an sich irgendwo eine Perspektive haben. Und ich würde mir wünschen, dass auch die ganzen Virologen und Ärzte, die auch sich zu Wort gemeldet haben und die uns heute ein fatales Bild dargestellt haben über die Situation, was wir im Land haben, ich würde mir wünschen, dass man uns da ein bisschen nähere Informationen zu geben kann. Aber wenn nicht, dann auch ganz klar sagen, nein, die erste und zweite Impfung ist es noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, ob es die dritte Impfung ist. Wir müssen erst mal lernen, damit zu leben. Aber wir müssen auch schauen, dass wir den Virus rausbekommen, indem wir uns impfen lassen. Testen, auch das wurde schon gesagt, wird den Virus nicht verjagen. Das ist so. Und ich möchte gerne alles dafür tun, das auch mit zu unterstützen. Bitte alles dafür tun, keinen Lockdown zuzulassen, wenn wir da drum herum kommen. Das ist eigentlich mein Appell an Sie. Was ich auch noch ansprechen möchte, ist, wenn wir zum Beispiel bei den Mitarbeitern, egal ob also geimpft, genesen oder auch dann getestet, also alle, wenn alle Mitarbeiter getestet werden, müssen wir uns im Klaren sein, dass auch die Zahlen nach oben gehen. Auch das ist ein Punkt, den sollten wir dann auch mit berücksichtigen. Nicht, wenn wir es dann machen, dass dann eine Kurve nach oben steigt und wir dann erschrocken sind. Wir haben alle, glaube ich, eine erschöpfte Situation. Viele Mitarbeiter, viele Unternehmer sind es eigentlich auch so ein Stück weit leid. Sie wollen eigentlich auch mal wieder in das normale Leben. Viele haben sich auch auf die Weihnachtsmärkte und auf die Weihnachtsfeiern gefreut. Und wenn wir denen das nehmen müssen, das würde mir wirklich leid tun. Bei uns ist es so, Spaß, Genuss und Kultur und Homeoffice ist bei uns auch nur bedingt möglich. Ja, also ich kann nur den Appell an alle richten, auch an die, die zuhören, auch aus unserer Branche. Wir müssen hier alle mittun. Ansonsten werden wir diesen Virus nicht los und wir werden im nächsten Jahr wieder da sitzen. Und ich würde das gerne vermeiden. Vielen Dank. Danke, Herr Hübkes. Es ist so, wir haben in der Veranstaltung, die vor dieser stattgefunden hat, Sie erinnern sich, vor 14 Tagen, die Zahl gehört, 60% Kontakte reduzieren. Und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Da gibt es sicherlich Spielvarianten, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Man kann Kompromisse machen, aber
Diese 60% müssen wir erreichen. Deswegen haben wir 2G eingeführt, schon in der Gastronomie. Wir haben die Diskussionen darum verfolgt. Wir haben gesehen, wie gerade auch die Führung Ihres Verbandes dafür eingetreten ist. Da bin ich sehr dankbar. Man weiß, dass das dann auch andere gibt, die das anders sehen. Aber im Kern ist das Wohltun zu spüren, dass Maßnahmen, die auch Einschränkungen bedeuten, als welche erkannt werden, die immer noch milder sind als andere Varianten. Und diesen Weg wollen wir gehen. Ich will das auch in diese Diskussion mit einbringen. Und das muss ja auch am Ende auch ein Stück weit bundesweit ähnlich dann laufen, wie im Übrigen auch die Wirtschaftshilfen, die, meine Damen und Herren, wir dringend brauchen. Nicht nur die Verlängerung über das Jahr 2021 hinaus, was die Wirtschaftshilfe 3 angeht, sondern ich finde auch flexible Instrumente, die es ermöglichen, in einzelnen Bereichen zu helfen, weil es eben dann eine besondere Situation gibt. Und wenn man sieht, dass ganz Deutschland auf dem Weg dahin ist, dann ist es, glaube ich, auch nicht falsch, wenn wir diese Diskussion, dieses Gespräch auf dieses Thema bringen. Wir sind jetzt vorn dabei. Und das ist die Herausforderung für uns, in der Situation umzugehen. Aber andere werden da auch hinkommen. Man würde sich wünschen, dass es nicht so passiert, aber es ist sehr wahrscheinlich so. Michael Junge ist der Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident, noch ganz kurz. Ich würde noch ganz gerne zu dem Thema ÖPNV noch mal darauf hinweisen, ja, weil auch heute Abend kam das Thema ÖPNV und auch das Thema Schule. Vielleicht wäre es doch noch mal eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, zu entkrampfen. Einmal über die Startzeiten der einzelnen Klassen und da eben nicht nur den ÖPNV zu entlasten, sondern eben auch die Schule ein bisschen weiter zu entkrampfen. Würde wahrscheinlich aber auch bedeuten, dass Überstunden gemacht werden müssten. Aber der Gedanke ist eben, Schulklassen zu Beginn von 1. bis 4. Klasse um 8 Uhr, von 5. bis 8. Klasse um 9.30 Uhr und ich sag mal von 9 bis zur 12. Klasse ab 11 Uhr, dann hätte man die Hotspots in der ÖPNV auch ein bisschen entlastet. Das wäre ein Gedanke und ich glaube, das wäre auch für die Schulen besser zu organisieren. Aber das ist nicht mein Thema an sich, aber das war eine Idee, die ich an sich für beide Branchen, sowohl für die Schulen als auch für den ÖPNV, gar nicht so unsmart fand. Dankeschön. Womit Sie sich sofort geoutet haben als ein Bewohner einer Metropole, in der es Eisenbahn und im 15-Minuten-Takt Busverkehr gibt. Und nein, das ist, ich wohne in Otterwich. Das ist irgendwo zwischen Bad Lausick und, also das ist, nee. Schade. Aber es ist in der Tat, wenn man das hier in Dresden sieht, eine denkbare Variante. In den ländlichen Regionen ist es in der Tat schwieriger. Dort ist es in der vergangenen Welle gemacht worden vom Landrat Vogel, sehr verdienstvoll, auch finanziell aufwendig. Der hat dann, weil das Reisegewerbe stillgestanden hat, Reisebusse zusätzlich gebucht und eingesetzt. Das ist dann auch notwendig. Man muss sich immer klar machen, die Kapazität im ÖPNV in den ländlichen Regionen ist natürlich getaktet und dann auch nicht beliebig kurzfristig erweiterbar, sondern nur über dieses Thema Busse und Ähnliches. Nehmt es als Gedanken mit. Ich finde, es ist ein guter Gedanke, aber ich habe gedacht, naja, in Dresden oder Leipzig, Chemnitz, da ist das sofort. Nein, ich muss dich enttäuschen. Habe ich den falschen Verdacht. Schade. So, Herr Junge oder Herr Jung, Michael Jung, bitte. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Staatsminister. Danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu beziehen. Ich spreche für die beruflich Pflegenden hier im Freistaat Sachsen und über deren Situation haben wir heute Abend schon ganz viel gehört. Ich will das auch nicht alles wiederholen. Die Belastungsgrenze ist erreicht und alle Berufsangehörigen schauen mit wirklich großer Sorge auf die nächsten Wochen und Monate. Und deswegen sind wir auch dankbar für diese Runde und auch Ihren Mut, hier weitere mutige Schritte zu gehen. Ich will auf ein was hinweisen. Carsten Günther hat es auch schon gesagt, wir hangeln uns gerade von Herbst zu Herbst und erschrecken dann über die Situation. Und wir haben auch viel darüber gehört, dass fehlende Pflegefachkräfte zurzeit das Nadelöhr sind und die Situation sich auch zur letzten Welle nochmal deutlich verschlimmert hat und deswegen eben Intensivbetten frei bleiben müssen, weil fehlendes Pflegepersonal das Problem ist. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen und dafür werben, auch auf Ebene des Freistaates, des Landes Sachsen, können wir und können Sie als Staatsregierung viel dafür tun, die Situation von beruflich Pflegenden zu verbessern. Und diesen Wunsch will ich auch nochmal ganz klar
hier adressieren. Wir haben uns ja dazu als Pflegerat Sachsen ganz klar geäußert und auch Vorschläge gemacht, wie das auf Landesebene passieren kann. Und erwarten da von der Staatsregierung schon auch, dass beruflich Pflegende jetzt ganz deutlich ein Signal bekommen, auch von der Staatsregierung, alles zu tun, was auf Landesebene möglich ist, damit wir im nächsten Herbst vielleicht eine etwas bessere Situation haben. Denn allen ist klar, fehlendes Pflegepersonal können wir nicht in einem halben, auch nicht in einem, auch nicht in 2 Jahren ersetzen und ausbilden und zur Verfügung stellen. Das dauert viele Jahre und deswegen braucht es jetzt tatsächlich einen großen Kraftakt, um auch die Situation beruflich Pflegende am Freistaat deutlich zu verbessern und vor allem die Arbeitsbedingungen für beruflich Pflegende zu verbessern. Ich weiß, das geht nicht alles auf Landesebene, da muss viel auch auf Bundesebene passieren, aber wir brauchen jetzt einen Kraftakt auch auf Landesebene, damit sich das verbessert. Sie können sich sicher sein, wir beruflich Pflegenden gehen hochprofessionell und immer noch motiviert mit viel Herzblut und viel Leidenschaft daran, auch in dieser vierten Welle alle Patienten, alle Bewohner und alle Menschen auch im ambulanten Bereich zu versorgen. Aber wir brauchen jetzt auch eine deutliche Unterstützung der Landesregierung, dass wir das auch weiterhin machen können. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Wortmeldung. Damit haben Sie auch einen sehr wichtigen Kern getroffen und auch unser Wort, dass wir uns dafür mit engagieren. Ich möchte Ihnen allen danken für diesen gemeinsamen Abend, für die Diskussion, die wir jetzt erleben konnten. Sie spüren, wie schwierig diese Entscheidungen sein werden, die jetzt in den nächsten Stunden auch vor uns liegen. Wir werden in verschiedener Konstellation sicherlich auch im Einzelnen noch einmal miteinander ins Gespräch kommen und uns austauschen. Ich habe gesehen bei Facebook so ein bisschen nebenbei, wie da kommentiert worden ist. Man hat den Eindruck, ein größerer Teil der Menschen, die das kommentiert haben, haben eigentlich gar nicht gehört, was hier besprochen worden ist. Zumindest passen die Fragen oder die Kommentare so überhaupt nicht zu dem, was hier in diesen 2,5, 3 Stunden auch an Expertise zu Wort gekommen ist. Das ist auch ein Teil unseres Problems. Ich möchte Ihnen nochmal die Philosophie erklären, mit der wir arbeiten. Das Ziel war für uns alle in unserer Gesellschaft, ein Leben mit Corona, mit diesem Virus zu ermöglichen. Dazu war das Impfen gedacht und ist es gedacht. Es ist für Menschen, die geimpft sind, ein Lebensrisiko, was sie nicht ins Krankenhaus mit geringerer Wahrscheinlichkeit und mit noch geringerer Wahrscheinlichkeit auf die Intensivstation bringt. Wer sich gegen dieses Impfen entscheidet, hat eine Entscheidung getroffen und kann dann nicht damit beitragen, dass andere in Zwang gebracht werden, in die Schule zu verlassen, in den Lockdown zu gehen und Ähnliches. Deswegen muss ganz klar sein, die Schutzmaßnahmen, die wir treffen, bei einer Inzidenz von 1800 bei den Nicht-Geimpften im Vergleich zu 60 bei den Geimpften, dort ist das ist der Hauptpunkt, ist der Hauptansatzpunkt, diese Linie fahren wir jetzt seit einigen Wochen und werden sie weiterfahren. Das ist keine Diskriminierung, sondern es ist sachgerecht. Wir müssen darüber hinaus allerdings genau schauen, was ist jetzt medizinisch geboten, was verlangt diese Pandemie und kann man diesen Grundsatz, den man hat, dann auch eins zu eins und alleinig so durchhalten. Das werden wir in den nächsten Stunden ebenfalls diskutieren müssen. Und es ist klar, dass Trippelschritte immer schlecht sind, wenn Dinge sich verlängern und immer hinziehen und etwas chronisch wird. Im Zweifel ist es besser, kurz und konsequent und hart und wirkungsvoll die Dinge durchzusetzen. Das werden wir versuchen. Wir müssen dazu wissen, wie der Rechtsrahmen des Bundes ist. Der entsteht in diesen Stunden, wird spätestens Freitagvormittag klar sein. Dann wird es auch eine Kabinettssitzung geben, die diese neue Rechtsverordnung beschließt. Man spürt unter den Kollegen, auch in der Koalition, die große Verantwortung. Es gibt viele Ideen, die diskutiert werden, einen großen Wunsch, die Dinge auch gemeinsam zu klären. Und ich möchte mich auch bedanken bei allen Medizinerinnen und Medizinern, für die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege, für die Experten, die uns heute zur Verfügung gestellt haben. Es ist großartig, in einem Land wie Deutschland zu leben, in dem es so viel Fachexpertise gibt, die man auch fragen kann, an denen man sich beraten kann. Und nicht zuletzt bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, bei den Landräten in unserem Land. Wir müssen das, was jetzt vor uns steht, auf breite Schultern legen. Und das bedeutet, dass wir alle diese Maßnahmen dann tragen. Wir werden darüber informieren. Wir haben heute nochmal die Hintergründe dargestellt, warum jetzt Handeln notwendig ist, warum das Ziel ist, 60% Kontakte zu reduzieren, um diese Welle zu brechen,
um den Gesundheitsämtern die Möglichkeit wieder zu geben, Kontakte nachzuverfolgen und damit eben nicht eine immer fortlaufende Lawine zu haben, die rollt und immer größer wird, sondern wirklich wirksame Barrieren aufzubauen, die diesen großen Strom aufhalten. Ihnen allen einen herzlichen Dank, ein fröhliches Glück auf und bleiben Sie gesund. Lassen Sie uns bei nächster Gelegenheit hoffentlich zu einem schöneren Thema, aber wenn es nicht geht, dann eben dann zu diesem zusammen sein. Danke für Ihre Expertise und Ihnen einen schönen Abend. Ihnen auch einen schönen Abend. Alles Gute. Danke, schönen Abend. Alles Gute.